Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Hallo. Was geht, ihr geilen Schweinchen? Hallo, herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht. Schweinchen? Ist das so eine gute? Ist das so eine gute Begrüßung? Die Leute sind geile Schweinchen. Geile oder kleine? Geil. Geile Schweinchen. Weiß ich nicht, Digga. Doch, muss ich sofort an Gentleman denken, den Film? Oder die erste Black Mirror-Folge? Beides keine guten Assoziationen. Ja, die damit. Black Mirror-Folge, da hast du vielleicht recht. War die Gentleman, war das der, wo er die Zwillinge spielt? Wo Tom Hardy die Zwillinge spielt? Nein, das ist. Oh Gott, wie ist der denn? Ich meine, The Gentleman, wo. Ach der, so. Ja. Der Guy Ritchie. Genau, der Guy Ritchie-Fan. Freunde, wir erklären euch gleich, was heute so passiert. Ich werde heute ein paar Legend ist der mit Tom Hardy. Aufstehen. Wir sind momentan ein bisschen unterbesetzt. Ja. Ja, dezent. Ja, wir haben Urlaub gegeben, fehlerhafterweise. Ja. Mitarbeitern Urlaub geben ist jetzt auch aus dem Sortiment gestrichen. Nein, machen wir nicht mehr. Haben wir festgestellt, ist eine blöde Idee. Und unser wunderbarer Studioleiter und Podcast-Produzent Jan-Niklas Steinke ist in London auf der Podcast-Show oder so, ich weiß nicht, wie es heißt. Oder ähnlich. Und guckt sich die neuesten International Trends, was das Thema Podcast angeht. Direkte Frage, wann kommt die nächste Sprechstunde? Montag. Und die letzte Folge kam Dienstag oder Mittwoch. Irgendwie so. Ich glaube Dienstag. Ja. Das ist halt auch, so. Aber. Dafür haben wir heute tolles Programm für euch. Wir haben dafür tolles Programm für euch. Und wir haben generell noch tolleres Programm für euch. Wir haben so Sachen geplant. Also gerade für euch hier. Ihr. Die treuen Morningshow-Zuschauenden. Das war. Ihr sitzt ja hier am Zahn der Zeit. Ne? Heute in einer Woche. Ist es heute in einer Woche? Ja, ne? Ist Freitag? Heute ist Freitag. Freitag ist heute. Heute in einer Woche. Ja. Starten. Können wir das sagen? Wollen wir das droppen? Lass mich vorher meiner Frau schreiben. Wie jetzt? Wir beide haben das vor. Halt, stopp. Ist es dein fucking Ernst gerade? Nicht, dass das ein Problem ist. Hä? Okay, er schreibt ganz kurz seiner Frau. Ich bin völlig verwirrt gerade. Ja, ich glaube, der Unterschied ist, er muss ja nichts organisieren, er muss nur sagen. Ja. Das kommt immer. Und dann kommt irgendwie sowas wie, Anne hat vor 19 Monaten da einen Termin mit zwei Leuten, die wir seit 6 Jahren nicht gesehen haben, hingelegt. Glaube nicht. Aber ich weiß gar nicht, Anne ist auch live? Mike, ja, das Boxding von der FIBO ist im Hintergrund. Hä, das hat er noch nicht bemerkt? Hat er bisher noch nicht gesehen, nein. Naja, okay. Ja, das Boxding von der FIBO ist da. Das was ein Spaß, eine Stunde in der Schule sitzen und meine Lieblingsstreamer zu schauen. Yeah, sehr gut. Okay, bis gleich. Deine Frau ist gerade live gegangen. Ja, wird schon. Also, was wir machen, ist, wir werden mit eurer Hilfe nächstes Wochenende... Wahrscheinlich, hast du abgeschickt? Gut. Das heißt, sie hat es vorher jetzt, bevor wir es droppen, erfahren. Hä, wieso habe ich dir doch gesagt? Klassiker, Alter. Wir werden ein Diabloton machen. So ist es. Diaton. Genau. Diaton? Wir nennen es Diablothon. Eine Dia-Show. Marathon mit mehr Diablo. Ein Diablothon? Genau, das heißt, wir starten. Das heißt, wir sitzen auch alle im Diablo-Tanga da? Das weiß nur keiner. Das ist Diablo Thong, ja. Aber sie können sich's alle vorstellen. Oh yeah. Aber nur damit ihr wisst, was euch erwartet. Wir starten kommenden Freitag zu der Uhrzeit, wo wir jetzt live gegangen sind. Ungefähr. Und sind so lange live, wie ihr geil seid. Also das bedeutet gut. Es wird so eine Art kleiner Sabaton. Ja, ein Diabloton halt. Ein Diabloton. Also wir werden wahrscheinlich irgendwann mal schlafen, zwischenzeitlich. Wissen wir noch nicht genau. Ja, wissen wir noch nicht genau, aber... Geh mal aus von ja. Ja. Einer von uns wird beim Spielen wahrscheinlich einschlafen. Das kann passieren. So. Geh mal aus von Paul. Das kann sein. Oder ich bin super drin. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, theoretisch das gesamte Wochenende bzw. 48 Stunden Stream freizuschalten. So ist es. Wir müssen es cappen. Wegen. Wie viel? Nee, mehr. Hast du gerade 48 gesagt? Naja, 3 mal 16. Ach ja, richtig. Das Ziel. Stimmt. Ja. Ist korrekt. Ja.
Also bis zu, es kann auch ein bisschen mehr werden, also es kann auch mehr werden, stundentechnisch, aber wir müssen auf jeden Fall am Sonntag irgendwann, vielleicht Montagmorgen aufhören, aber... wenn's, mal gucken, wenn es richtig gut läuft, nicht. Ihr entscheidet das, Freunde. Genau. Es wird, wir werden ein kleines Goal einbauen, das heißt, ihr müsst das Ding nicht erst freischalten, aber wir sind länger live. Je länger ihr wollt, dass wir live sind. Ja. So, wie so. Bei einem ganz klassischen Sabaton. Ja. So. Montagmorgen ist auch noch Sonntagnacht. Genau so sieht's aus. Also schreibt es euch gerne schon mal auf. Wir packen das noch in den Streamplan. Das kommendes Wochenende ist reserviert für Diablo 4. Und wir freuen uns sehr drauf. Ja, wir werden alle drei spielen. Wir werden auf jeden Haben Fall wir eigentlich schon eine Rollenverteilung? Weil ihr wisst, ich bin sehr unflexibel. Wir werden, ich bin, reden wir gleich drüber. Ja. Erstmal, wir brauchen hier noch einen vierten, aber da haben wir schon wechselndes Personal quasi uns organisiert. Angelo hat gesagt, er möchte gerne mitspielen. Unser Mike ist auch Mike mit am mitspielen. Start. Ich könnte mir vorstellen, dass Anne mitspielen will, Liz wollte mitspielen. Also wir werden genug Leute haben. Wir werden bestimmt auch mal den einen oder anderen aus der Community mitnehmen können. Genau so. Wenn wir Weltenbosse legen wollen und so. Ja, Weltenbosse. Wir machen auf jeden Fall instant so einen Clan-Tag auf. Ja, das auf ja. jeden Fall. Ja, also da so könnt ihr euch drauf so freuen. Die 360er werden da dämonisch den Arsch versohlen. Oder? Davon kannst du mal ausgehen. Dankeschön für eure Subs übrigens, ja. die reinkommen. Vielen Dank. Wir haben die Leute jetzt zumindest hier mal im Büro laufen. Auch wenn die Leiste unten noch nicht da ist. Aber da, das mache ich. Da, ich arbeite gerade daran, dass die über eine Browserquelle funktioniert. Dann kann man erstmal gefragt, würde es auch Drops bei euch geben. Wir arbeiten dran. Wir sind, da, wir sind dran. Dark Dreamer haut nicht nur eine 50er-Bombe hier raus, sondern vielleicht hat ist auch Dark Doctor Ever. Möglich. Kann sein. Aber hat auf jeden Fall eben auch angeboten, ja, dein Kind auszutragen. Dein Kind Olli. Auszutragen, Olli. Kein Problem, kriegen wir hin. Mündliche Zusage. Nun. Ist ein Vertrag. Sehr schön. Alles klärchen. Vielen Dank für die 50 Subs. Ja, Mann. 50 von euch schauen jetzt Werbefrei. Also er oder sie kann auch für dein Kind sorgen, sieht man an der 50er. Irre. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Mann. Ja, aber ansonsten, Rollenverteilung war ja, noch der Punkt. Rollenverteilung, korrekt. Flo. Ja, geht nicht anders. Totenbeschwörer, ne? Absolut, ja, 100%. Ja, war klar. Ich eigentlich, wenn ich mir treu bleiben möchte, wäre ich Demon Hunter, also Jäger. Okay. Es sei denn, du sagst... Aber nee, Jäger ist doch nicht... Ich bin eigentlich... war Hunter, ist das jetzt der Demon Hunter. Achso, ist aber nicht zu verwechseln mit Amazone, also nicht Bogen. Amazone gibt es nicht mehr. Ja, aber früher war das ja Bogen ja, und Speer. Ja, das ist jetzt quasi Demon Hunter und dann war es Amazone. Also es gab ja erst Amazone, dann Demon Hunter. Jetzt ich habe in der Beta halt nur den Totenbeschwörer gespielt Rogue. Und mir nonstop einen darauf gekeult, dass er sich anfühlt wie der Totenbeschwörer in Jahr 2. Ja. Also von daher. Paul, hast du eine Favorite Class? Naja, theoretisch. Ich bin gerne Magier. Aber ich frage mich, perfekt. Ob. Ja, wäre perfekt, weil ja, ich frage mich, ob bei unserer Kombo nicht einfach irgendwie so ein dummer Barbar vorne nee, noch stehen würde. Weil der Barbar und der, hier der Shapeshifter, wie heißt, ich habe die. Druide? Druide. Waren wohl beide die Klassen, die in der Beta sehr reingesackt haben. Also, Barbar. Ja, als Druide hat halt einfach reingeschissen, weil es ein Druide ist. Als Solo. Was? Ich habe bei WoW gerne Druiden gespielt. Ja, aber bei Diablo 2 war der schon kacke. Kriegen wir das hin, dass du spielst einen Totenbeschwörer, ja. ich spiele einen Rogue, du und spielst Magier. Einen Sorcerer ja. und alle, die unserer Community beitreten, müssen Barbar sein. Nee. alle. Nee. Die schicken wir mal vor. Aber einmal weißt so du, wie man uns dann auch nennen kann als Trio? Wir sind ein verficktes Glass Cannon Trio, ja. Alter. Ja. Ah, aber ey, die Obwohl, Gegner glaub, sind tot, bevor sie uns sehen. Ich glaube, ich habe 15 Leute vor uns zu stehen. Ich glaube auch der Totenbeschwörer kann da eine gute Barrier bauen. Server Slam sagt Mike gerade, ganz spannend, war der hat nämlich Server Slam gespielt und da war schon der neuere Patch da. Mike, Barbar war stärker, sagst du? Und oder Druide. Der Druide war, glaube ich, immer noch wack. Ich glaube, der ist gerade zu Beginn sehr, sehr schwach, wird erst im späteren Spiel. Übrigens, weil ich bei ganz vielen gesehen habe, dass sie, bei ganz vielen dreien, dass sie das Wochenende arbeiten müssen oder nur am Samstag Zeit haben oder so. Freunde, der absolute Vorteil ist, ja, auch für euch, wenn euch hier die VOD-Funktion nicht so gut gefällt, ja, oder ihr einfach mal 6 Wochen zu lange gewartet habt, auf dem wunderbaren ehemals Gamebang-Kanal, jetzt einfach live, sind unsere Livestreams in voller Länge, sowohl die Gaming- als auch die Primetime,
Außer den Countdown natürlich und gut, fast voller Länge. Sollte da irgendein Claim reinkommen, muss der rausgeschnitten werden, weil geht ja auch ein bisschen um Geld verdienen im Leben. Aber die sind da jetzt, die kommen da alle zwei Tage, kommt da ein neuer Livestream. Wisst ihr Bescheid? Also wir dies ab sofort nicht mehr auf Twitch gucken, bitte. Genau, sondern auf YouTube. Supportet uns ein bisschen mehr mit. By the way, da steht gerade, Totenbeschwörer und Magier wurden wohl ein bisschen genervt, aber ja, auch das war aber klar. Das hast du in der Beta schon gemerkt, das musste passieren. Also sie sind jetzt alle wahrscheinlich auf Augenhöhe, aber wir kennen die Charaktere auch nur bis Level 25. Ja, also bei der Necro war, der Necro, das musste genervt werden, das weil ich konnte mir während Bossfights einfach einen Kaffee holen. Ja, also das musste passieren. Das war völlig insane. Ja, genau. Und also wir werden eh relativ schnell ins Ende kommen, denke ich mal. Wir könnten mal gucken, die Story können wir zusammenspielen dadurch, glaube ich. Ja, wenn wir zusammen anfangen, wenn wir zusammen anfangen und zusammen den Progress machen, das ist cool, weil dann, geil, das ist das erste Mal, dass ich die Diablo-Story im Multiplayer mit jemandem erlebe, dann zusammen. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, cool. Freue mich richtig, wirklich, ich freue mich so unfassbar krass auf das Wochenende. Ja. Nein, wir werden erst am Freitagmorgen starten. Genau, wir starten Freitag, also die drei Tage sind, haben wir so gesagt, ne, deswegen die 16 Stunden, 10 bis 2 Uhr. Machen wir. Genau. Ne, das ist so der Plan. Das wäre unsere Hauptstreamzeit, die ihr freischalten könnt. Wir hatten überlegt, was so geht. Wir gucken dann auch spontan. Wir hatten überlegt, ob wir Dauerlive machen wollen, aber meistens ist das Feedback, und das könnt ihr vielleicht auch bestätigen, dass die Leute sagen, ja, wir wollen auch irgendwann schlafen und wir wollen aber nichts verpassen. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir 10 bis 2 Uhr, weil das gibt euch noch genug Zeit, auch mal auf Klo zu gehen und euch was zu trinken zu holen. Ihr so, versteht. Bekommt ihr VIP-Serverplätze? Nö, das gibt es bei Blizzard nicht. Also ich erwarte für meine Ultimate Edition schon. Wir haben ja den Frühzugang, den werden viele Leute nutzen. Es wird zu Beginn natürlich Serverkapazitätenprobleme geben, immer. Das ist schlecht. Ja, ich habe noch gar nichts. Das ist auch schlecht. Ja, ich habe ihr meinen Code Liz gegeben. Aber den kriegen wir schon noch hin. Wenn nicht, dann kaufen wir den noch eine. Wenn nicht, muss ich Liz einfach den wegnehmen wieder. Auch eine Idee. Nein, ja, ich kaufe mir zur Not die Ultimate Edition, aber ich hoffe ja, dass Blizzard noch so lieb ist und sagt, ach, du bist so freundlich und hast es deiner wunderbaren Assistentin gegeben. Hier, wir schenken dir noch einen. Das das hoffe ich. Aber wer hat denn meinen Code? Hat auch irgendwer anders? Ja, ich hatte mir die Ultimate Edition ja schon gekauft, bevor wir überhaupt Codes hatten. Neokratos fragt gerade, was ist für ein Tisch im Hintergrund in der Camp von Olli und Paul? Schaut aus den Tabletop-Tisch. Hast du richtig erkannt? Es ist ein Tabletop-Tisch. Mehr dazu gibt's bald. Also wir werden da bald eine kleine, also nicht sofort, wir werden bald eine kleine Ankündigung dafür haben, weil da wird dann auch Content dran entstehen. Der ist aber noch nicht ganz fertig. Es folgen aber Vlogs, die euch erklären, was genau das ist und wie genau das entstanden ist. Haben wir natürlich alles auf Video aufgenommen. Die sind gerade bereits im Schnitt. Und kommen dann auch bald auf den Kanal. Apropos, ab Montag kommt ab heute? Noch besser, ab heute, Freunde. Geil, freue mich drauf. Ab heute startet unsere dreiteilige FIBO-Vlog-Reihe. Ich möchte fast so weit gehen und sagen, die krassesten Vlogs, die wir gedreht haben. Es ist aber auch, also ich persönlich möchte nicht mehr mit 5 Kameras vloggen. Oh, es war aber schon schön. 5 müssen es nicht sein, 3 reichen auch. 2 vielleicht. 2 waren okay. Ja, ne? 2 wären okay. Eine für die schnellen Situationen und eine fürs schön Aussehen. Ja, ja, ja. Habt ihr euch wirklich das Boxding von der FIBO gekauft? Ja. Nun, Freunde, ihr werdet auf der FIBO erfahren. Weil ich möchte ganz kurz, ich bin ja normalerweise nicht so, aber ich möchte Wert drauf legen, nicht wir. Flo, ihr werdet im FIBO-Vlog, zumindest im zweiten Teil, im ersten noch nicht, im ersten wird es angeteasert, werdet ihr erfahren, warum wir von der FIBO zurückgekommen sind und plötzlich mehr Sachen am Start haben als vorher und uns vielleicht auch nicht so richtig dagegen wehren konnten. Also, es wird tatsächlich sehr lustig. Der erste Teil vom FIBO-Vlog ist quasi unser gemeinsamer Roadtrip nach Köln zur Messe. War sehr, sehr witzig. Werdet ihr dann heute Abend sehen auf dem Dr. Freud-Kanal. So. Ab 18 Uhr. 17 Uhr? 18 Uhr. 18 Uhr. Ja, freut euch drauf. Wird cool. So. Ach so, Mike, wo du gerade zuschaust, und ich weiß nicht, ob Liz auch zuschaut, ist wichtig. Wir müssen die Rollenverteilung hinkriegen. Mike, du musst tatsächlich, wenn du mit uns spielen solltest, müssen wir Angelo auch sagen, damit wir keinen doppelt haben,
musst du leider Barbar oder Druide spielen. Ja, ich überlege. Weil ja. wir müssen natürlich für die Variety, für die Zuschauer, müssen wir natürlich alles zeigen können. Ne? Das heißt, weiß nicht, ob das eh deine Wahl wäre. Aber ich weiß nicht, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht, wenn Mike unbedingt zum Beispiel Zauberer spielen will, ich sehe mir, ich habe auch. Baba, Testotorsten, na siehst du. Also, perfekt. Ich bin auch Testotorsten. Ja, gut, da müssen wir da gar nicht drüber reden. Alles sehr, sehr klar. Gut. Perfekt, dann müssen wir Angelo nur noch Bescheid sagen. Was, Angelo ist jetzt Druide. Angelo ist jetzt Druide? Das glaubst du im Leben nicht. Doch, ist jetzt halt so. Digga, Druidenhass ist ein Meme, Alter. Ich glaube tatsächlich, dass Blizzard dafür sorgen wird, dass der Druide. Meinst du, die machen so im Endgame? Im Endgame ist der, glaube ich, richtig krass. Denke ich auch. Ey, nur nicht, dass du dich wunderst, Angelo. Wir haben jetzt einstimmig entschieden, du spielst Druide. Kuss. Ja, achso, und sag ihm noch vom Diabloton. Also, Diabloton. Wir spielen von Freitag bis Sonntag Diablo. Genau, also immer von 10 bis 2 Uhr nachts. Ja. Also den ganzen Tag, alle 3 Tage. Kommst einfach dazu, wie du Bock hast. Also tun wir, solange unsere Community uns dafür bezahlt. Ich wollte es nur noch mal festhalten. Hey, Reklame Dame, Dankeschön für 29 Monate. Kuss geht raus. Ja, hallo Jen. So. Okay, Mike schreibt auch, Barbar und Druide kommen später richtig gut. Siehst du? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber es ist am Ende des Tages, wird es wieder der Fall sein, Sorcerer wird die beste Klasse sein. Also ich glaube, ist, am Ende des Tages immer. Ist es... Die werden die Tierlisten dominieren. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, einfach so, wir werden gemeinsam, also für Solo ist wahrscheinlich, kann sein, dass ein Charakter scheiße ist, aber ich glaube, wenn du, sobald du zu zweit spielst, ist es eh wieder egal. Kickstar und Schäfchen, danke für eure Subs. Im Moment mal, die stärksten Chars. Dankeschön, Dankeschön. So. Schlechtes. What the fuck, schlechteste Klasse im Spiel. Mondmädchen 20. Sag ihm, die ich kommen will meinen gut. Magier haben. Nee. Also, er kann Magier spielen. Die kommen später richtig gut, habe ich gerade hier. Druide im Beste. Gelesen. Ich sag dir, die sind im Endgame, werden das. Die ja, werden Barb und Druide sind im Moment die stärksten Chars, wird hier, sagt hier der Live-Chat. Sagt der Live-Chat. Mage hat wohl die absolute Nerfkeule abbekommen, sagt Akku. Ach, okay, pass auf, wir drehen es. Nee, ich hab jetzt Bock. Gib ihm den Mage und du machst Druide? Ja, ja. Nee, pass auf. Nee, pass auf, ist okay, ist okay. Du kriegst den Mage, weil sowieso werden die meisten diesen, naja, Charakter spielen. Deswegen mach ich für die Community den Druiden. So, hey, damit ihr auch mal sehen, wie es läuft. Der Mage genervt wurde? Ist richtig hart genervt worden. So. Dankeschön Donne, danke. Für die 10er-Bombe. Vielen Dank, vielen Dank. 10 Freunde schauen jetzt hier werbefrei. Das ist sehr geil. Übrigens, ich habe heute Morgen gesehen, das ist neu auf Twitch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Man hat jetzt oben in der Leiste rechts neben dem Profilding ist jetzt ein kleiner Button, werbefrei schauen. Finde ich tatsächlich eine coole Sache. Kann man draufklicken und dann öffnet sich so ein Fenster, wo du halt Twitch Turbo beworben wird. Was ich gut finde, weil Twitch Turbo ja immer so ein bisschen fast schon versteckt wurde, fand ich. Also wir haben ja mal hier gefragt, ey, wer kennt von euch überhaupt Twitch Turbo? Nicht und die meisten viele. Leute so, was? Deswegen finde ich tatsächlich ganz cool, dass das jetzt ein bisschen prominenter zu sehen ist. Ist ja so ein bisschen sowas ja. wie YouTube Premium. Also du hast einmal Twitch Turbo und hast auf allen Kanälen keine Werbung mehr. Es wurde aber gleich 3 Euro teurer gemacht. Ja, ist ja auch mehr geworden. Ist 11,99 ist zu hart? Haben Turbo etwas überarbeitet? Weiß ich auch nicht. Also ich finde dafür, dass genau du damit alle werbefrei sehen kannst. Alle Kanäle werbefrei sehen kannst und zwischen allen Streamern hin und her switchen kannst. Ich für meinen Fall, ich persönlich habe Twitch Turbo und ich, wenn ich meine Watchtime vergleiche, ja. wie viel gucke ich Twitch, wie viel gucke ich jetzt zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime oder so, habe ich wirklich, ist Twitch hier so viel und dann kommt der Rest hier unten irgendwo. Twitch hat bei mir so viel Viewtime, dass ich mir denke, die F99 für Twitch Turbo werbefrei gucken, das sind mir 10-mal wert. Aber gut, ich habe auch YouTube Premium ich auch. Und so. Ich bin halt einfach kein Freund von Adblockern, das Thema wollen wir erst gar nicht starten. Ich weiß, viele von euch da draußen sagen, ich gebe einen Fick drauf. Adblocker, it is. Aber ich bin in der Lage, das Sag bezahlen lieber. Zu können und deswegen mache ich das auch gerne. Ja. Habt ihr etwas von Twitch Turbo oder eher nicht? Ja, ja. Ja, ja, ja doch. Das ist also es ist wie YouTube Premium. Hatten wir euch ja schon mal ausführlich erklärt. Das heißt, ihr guckt werbefrei, aber wenn ihr Werbung angezeigt bekommen würdet, kriegen wir die trotzdem bezahlt. Mhm. So. Ja. Ja. Also ich finde es gut, dass es jetzt da oben ist und man es ein bisschen sieht, weil ich finde es eine gute Sache. Ja.
Ja, wie gesagt, aber was ich noch eine viel bessere Sache finde, ist, wenn ihr euer Abo direkt bei uns lasst und euch entscheidet, nur uns zu gucken. Habt ihr auch werbefrei, plus ihr kriegt Emotes und ganz viele andere tolle Sachen. Wenn ihr bei uns auf dem Discord seid, kriegt ihr einen eigenen Rang als 360er und Twitch-Supporter. Das ist alles sehr, sehr schön. Ja. Ja. Du, jeder kann das selber machen, aber es gibt ja ganz viele, die auch hin und her switchen. Ich liebe, also was Anti-Stressball zum Beispiel schreibt, lieber zahle ich 3 Subs mehr direkt an Streamer, die ich mag, also uns, ja, aber verstehe ich, aber ist halt noch ein zusätzliches Angebot für Leute, die halt viel hin und her hoppen. Dankeschön für den Prime-Sub. Freunde, heute übrigens zum Programm. Wolltest du auch sagen, wie er heißt und bist daran gescheitert? Onkel Stan, ich habe gerade versucht zu lesen, wie der Name... eigentlich, aber, denke ich, Akinoref 2. Akino Reftu? Das ist so ein Vampirname. Ja. Akino Reftu, nur cool geschrieben. Oder ist es Akino Re Volume 2 oder Version 2? Oder Akino. Oder Akinor V2. EV2. Nee, Nor wie Zweiter Gore, also mit RE hinten. Verstehe. Lest mal rückwärts. Veronika. Warte, nein. 2, Veronika. Ja. Dankeschön. Veronika. Ah, lol, Alter. Der Lenz ist da. Ja, Mann. Comedian Harmonis hat auch einfach durchgezogen. Ja. guck mal. Ja. Tom Badole hat recht. Ja, vielen Dank dafür. So soll das sein. Ich möchte das erlauben. Ja, erlaube das. Muss erlaubt werden. Geld? Dieser Kommentar muss da erlaubt werden. Da steht Geld werden. In den Arsch der Doktoren und ich mag das sehr. So. Bitte, ja. Danke. Wir kriegen gleich Besuch, Freunde. Wir haben heute 2 fantastische Gäste. Gästinnen. Ich hab das gegoogelt. Gästin ist ein Wort. Ist ein Wort? Ist ein Wort. Gästin ist ein Wort. Gästin ist ein Wort. Was ist die Mehrzahl von Gästin? Gästinnen. Gästinnen. Okay, dann haben wir gleich 2 fantastische Gästinnen hier bei uns, damit es nicht so, so stark Alpha hier auf den Gästin Couches ist ein Wort. Ja. Ist tatsächlich ein Wort, ne? Ist Wort. Krass, wild. Wusste ich auch nicht. Angelo, ey, Kussi. Kussi geht zurück. Was ist das Morning-Programm auf Twitch? Kuss selber. bei Kussi muss ich gerade dran denken. Das letzte Mal, dass ich das Wort Kussi gehört habe, war in einer Folge... Bibi Blocksberg. Und als wir, als ich mit meinen Kindern unterwegs war, zurzeit sind die auf so einem Bibi Blocksberg-Trip, wahrscheinlich auch ein Ticken, um mich zu geißeln, weil ich finde ja nichts schlimmer. Keine Kinderhörspielserie der Welt ist schlimmer als fucking Bibi Blocksberg. Wirklich. Hex, Bruder. Digga, ist das ätzend. Aber noch schlimmer ist, also gefühlt die letzten 8 Folgen, die ich mir reingezogen habe mit den Kids, waren alle mit Bibis Kumpel Flori. Oh Gott. Ein Dreimal darfst du raten, wie meine Kinder mich nur noch nennen. Flori? Flori. Richtig anstrengend. Aber nennst du deine Kinder jetzt einfach auch nur noch Bibi? Was? Nee. Mach doch mal. Nee, ich nenne meine Kinder nach wie vor 1 und 2. Nein. Nee, du nennst deine Kinder nach wie vor. Komm mal. Du, nee, Freunde. Du und der andere. Die gute BG Katja und Katta sind gleich zu Gast und wir werden mit euch ein wunderbares Quiz spielen. Das sagst du jetzt. Ein Community-Quiz, um ganz genau zu sein. Wir hatten vor Ewigkeiten euch immer ganz viele Fragen gestellt und da hatten wir noch viele übrig. Daraus machen wir heute ein schönes Quiz. Schön, hier 2 gegen 2. Wie wir die Teams gestalten, gucken wir noch. Hä? Wir gucken nicht. Wir gucken überhaupt Männer nicht. Gegen Frauen? Männer gegen Frauen. Jungen gegen Mädchen, Oliver. Hey, was ist aus Boris Blocksberg geworden? Gibt's Boris Blocksberg? Ja. Aber Boris? Nee, wieso Boris? Hat Bibi nicht alle aus ihrer Familie außer die Mutter getötet? War das nicht so? Nee, nur der Bruder ist getötet worden. Ach so, nicht so wie Ronald McDonald, der all seine anderen Kollegen getötet hat? Ja. Aber hieß der Bruder wirklich Boris? Boris. Boris. Aber JJ, ey, 51 Monate, du geile Boris Sau. Boris Blocksberg ist auch wild. Ja, Habibi Blocksberg, Alter. Ja. Boris ist bei den Großeltern am See. Ja, ja, ja. Nee, bei an dem der falschen. See. Nein, Boris, also der Bruder von Bibi Blocksberg hat ja See. Asthma. Und deshalb ist er ja ab Folge 3 an der See in Norddeutschland bei den Großeltern. Wirklich? Der ist rausgeschrieben worden nach 2 Folgen. Ja, weil ich glaube, sie hatten keine Lust, weil der durfte ja nicht zaubern können. Ja. Und die ganze Zeit jemanden da zu haben. Ich sehe das ja, ich habe ja diese neue Superman-Serie angefangen zu gucken.
Superman und Lois, die also er ist Superman, hat inzwischen zwei Kinder und die wohnen sind wieder zurückgezogen nach Smallville als Familie, so. Okay. Super wild. Und nur eins der Kinder hat auch die Fähigkeiten. Ist ja zum Kotzen. Für den anderen, ja. Also das ist... Also wenn die sich um was streiten, ist schlecht für einen. Ne, ja, sie sind zum Glück... Aber das ist doch vorprogrammiert als... Wirklich, du hast doch damit vorprogrammiert die Karriere als Evil Genius. Schon. Ja. Der muss sich ja durch Heim... Der muss sich ja durch List und Heimtücke... ja, der ist geil. Der war ganz nice. Der Vorteil ist aber... Brightburn, ja. Ja. Der Vorteil ist natürlich, dass es erst viel, viel später gekommen sind. Das heißt, die haben die 14, 15 Jahre zusammen schon ein Bruderbündnis gehabt, ja, ja. Und dann sind erst die Kräfte erwacht. Ja, ja, kaum war er 15. Huch, wie kommt denn das Kryptonit in deine Frühstücksflocken? Heieiei, Moment mal, du fühlst jetzt Schmerz? Ja, das Thema wird ganz gut behandelt in der Serie. Ist vollkommen richtig, aber ich bin auch noch nicht so weit, dass ich das richtig sagen kann, sondern ich bin gerade noch bei dem Punkt, wo der eine sehr unglücklich darüber ist. Kommt Onkel Luthor mal zu Gast? Irgendwie? Das wäre ganz witzig. Übrigens, Boris wurde zu den falschen Großeltern geschickt. Ja, ins Gulag. Nee, so wie in The Visit. Ach so. Oh, dieser Film auch, wirklich. Ja. Oh, der war auch wirklich geil. Sowohl unter der Treppe als auch die Kühlschrankszene mit der Kühlschranktür. Boah, ja. Boah, Bruder. Der Film war nicht in Ordnung, finde ich. Nee. Wie immer vor der halb offenen Tür rumgerannt ist. Das war auch so geil. Dieser Film ist definitiv... Ich finde generell Horrorfilme, wo nackte Omis rumrennen, sind schwierig. Also ich fand das ja auch schon in S ganz übel, wo sie da zu Besuch ist. It Follows zum Beispiel auch, aber bei S, diese Szene, wie sie da zu Besuch ist und dann mit ihr Tee trinkt und dann rennt die da hinten einmal von einem Zimmer ins andere nackt rein und denkt so, Digga, was ist denn jetzt los? Alter, das ist wirklich, das ist unbehaglich. Omis, immer niedlich, aber nackte Omis, immer gruselig. Ja. Da machst du nichts. Dr. David, Dankeschön. Dankeschön für 15 Abos. Dr. 199 David. Hat er schon verschenkt. Die Serie läuft übrigens bei, ich glaube, Join Plus hat die. Krass. Also Join. Ja, Freunde, ich muss aber jetzt Join mal ist ja, kannst ja kostenlos benutzen und Join Plus ist ja halt. Ich muss mal was ganz Untypisches tun. Ihr wisst Sekunde, Dr. David, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday, alles Gute. Ey, Applaus für deine Mutter zur Geburt. Ja. Und dein Dad auch. Ja, ja gut, aber der hat das Ganze ja 9 Monate vorher gemacht. Ich sage, du bist 32 geworden. Ich sage, wenn du es sagen willst, ich sage 29. Mario goes raw, dankeschön. Ich sag 42. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht sagt er auch, will ich nicht sagen. 20! Ich bin am nächsten dran, okay. Stark. 20 ist ein gutes Alter. 20 ist das neue 30. Ist er? Nee, eigentlich hat das nicht. Neulich irgendeine Streamerin hat das doch gesagt, oder? War das nicht sogar Cutter? Kann sein. Ich glaube, nach der aktuellen neuen Umrechnung ist ja eigentlich wieder 20 ist das neue 10, ne? Ja. Ja. Schwierig. Schwierig. Mipa macht das Jahr voll. Rotten Unique, Dankeschön für 14 Monate. Vielen Dank, vielen Dank. Ah, Freunde. Ich wollte eine Sache ganz untypisch fragen, weil ihr wisst ja, wie wir zum Thema Fußball stehen. Ist ja normalerweise nicht unseres, aber... Außer, Grüße gehen raus, wenn ich eingeladen werde ins Stadion. Das war. Ich bin tatsächlich in dieser Saison Bundesliga, zumindest in der Rückrunde, so ein bisschen angesteckt worden durch meine Eltern und meinen besten Freund. Weil du auf dem Campingplatz jetzt immer mitguckst, ne? Genau, weil, witzigerweise, man muss das mal dazu sagen, das muss einmal raus, so damit wir den Fußball, die letzten 10 Jahre in der Bundesliga waren todeslangweilig, weil immer Bayern gewonnen hat, die Meisterschaft. Ja, es war immer klar, es war nichts, war spannend, Bayern war immer 30 Punkte. Jetzt ist es das erste Mal so, dass es spannend ist, weil Stanley gerade so ist, gewinnt Dortmund, haben sie direkt die Meisterschaft gewonnen, egal wie Bayern spielt. Und Samstag spielen ja alle Teams gleichzeitig, ausnahmsweise. Das wird super lustig. Also Dortmund, wenn Dortmund unentschieden macht, ja. Oder verliert. Wenn sie unentschieden machen und hat
Bayern noch die. Ich weiß gar nicht, weil wenn Bayern dann gewinnt, haben die gleich viele Punkte und das Torverhältnis ja, ist aber besser von Dortmund. Nein, nein, Dortmund müsste ungefähr 22-22 relax, unentschieden spielen, Alex, wenn ja, Bayern gewinnt, damit sie trotzdem genau. Meister werden. Also, aber wenn Dortmund verliert und Bayern gewinnt, wird Bayern Meister. Korrekt. Ja. Das ist eine sehr spannende Ausgangssituation. Relax, Alex. Dankeschön. Nein, hat Bayern hat schon gesagt, nicht, oder? Doch, stimmt. Bayern hat das bessere Torverhältnis. Ja, das deutlich bessere Torverhältnis. Deswegen muss Dortmund ja 22. Ah, nee, wobei, das würde gar nicht gehen. Dann haben sie auch zwei. Nee, Dortmund kann durchs Torverhältnis gar nicht gewinnen bei einem Unentschieden. Nee. Das geht gar nicht, weil bei einem Unentschieden kriegen sie genauso viele rein wie rausgehen. Damit ist das Verhältnis immer noch scheiße. Ja, also, wenn Dortmund wild unentschieden spielt, kann Bayern durch einen Sieg Meister werden. Aber wenn sie gewinnen, haben sie gewonnen. Wobei, zählt beim Torverhältnis das, also zählt das Verhältnis, die Differenz? Ich glaube schon. Wer am meisten im Plus ist oder zählt einfach, wer mehr Tore geschossen hat? Nee, es zählt das Verhältnis. Ne? Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Samstag gucken wir da draußen zusammen die Differenz. Alles klar. Ja. Dann geschossene Tore. Okay, dann kann Dortmund bei einem Unentschieden gar nicht mit der Differenz gewinnen. Das geht gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, es wird spannend. Ich habe die letzten 3-4 Spiele schon mir echt gerne angeguckt. Echt? Habe wieder so ein bisschen Spaß dran gefunden, weil es tatsächlich spannend war. So, das ist es sonst nicht so gewesen, um ehrlich zu sein. Ich spiele Brotato. Sagt ihr mir, wenn ihr fertig seid? Ey, Brotato auf dem Handy Release, ne? Das ist nicht gut für niemanden. Spiel Brotato. Ja, Admiral cool, Matt, dein Internet kackt gerade ab. Ja, das ja, auf jeden Fall, ich werde es nicht gucken. Aber viel Spaß dabei. Du, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich finde Fußball kacken langweilig und ich finde Fußballfans total doof und so. Nee, gar nicht. Kann man alles sagen, aber ich finde, es hat seinen Charme. Ich finde bloß, also was ich ganz ehrlich sagen muss, um mich auch nochmal kurz dem Thema zu widmen, ich finde es ja so krass, dass alle Freunde, die ich habe, die Fußball gucken, mittlerweile wirklich vor die größten organisatorischen Schwierigkeiten gestellt werden. Wer, wann, wie, wo und so weiter. Wegen der ganzen Anbieter. Weil die Scheiße auf irgendwie 4 Anbieter verteilt ist, ja, und du im Prinzip nichts mehr simultan gucken also kannst. Also im Grunde sind es 2. Wenn du nicht irgendwie 120 Euro im Monat für irgendwas ausgeben willst, weil schon alleine irgendwie Sky mit 60 Euro für irgendeinen Scheiß zu Buche schlägt. Und dann brauchst du aber noch irgendwas anderes. The Zone zeigt die Freitags- und Sonntagsspiele. Genau, und Sky die Samstagsspiele. Aber du kannst doch, soweit ich weiß, kannst du ja einfach so ein Tagesticket holen. Kannst du, glaube ich, ja. Und wie die Leute richtig sagen, Champions League läuft dann aber bei Amazon. Also es ist wirklich mit den Fußballrechten echt nicht gut gelöst, muss man einfach sagen. Ja, einfach abschaffen. Also Fußball. Fußball abschaffen. Kein Problem. Haben wir wieder mehr Geld auch bei den öffentlich-rechtlichen. War das nicht so, dass irgendwie apropos einfach abschaffen, wird die Frauenfußball-EM oder WM nicht einfach konsequent nicht übertragen oder so? Stand nicht im Raum? Stand doch im Raum, dass die Frauenfußball-WM einfach nicht übertragen wird, weil keiner die Rechte kaufen will. Ach so, ja, aber das ist so dumm. Weil ich war schon das ein oder andere Mal live bei einem Frauenfußballspiel. Ja. Digga, im Vergleich zu den Männern, die kloppen sich richtig, also die Frauen. Die sind nicht so eine Weicheier. Das war, die stehen auch direkt wieder auf. Es liegt aber auch daran, dass zum Beispiel auch einfach die Geschwindigkeit eine völlig andere ist. Jein. Guck dir die Statistiken an, es ist Fakt. Es ist wirklich so. Naja, ja, kann ja sein, aber es macht viel mehr Spaß beim Zuschauen als bei den... Nenn mich Extremist, Digga. Ja. Aber dann sollen die Frauen zu den Spielen gehen, wenn sie wollen, dass der Frauenfußball unterstützt wird. Das ist ein valider Punkt tatsächlich, ja. Also die ganze Zeit rumheulen von wegen, wollen alle gleiche und hast du nicht gesehen? Nee, dann sollen die Leute zu den Spielen gehen. Und wenn sie nicht zu den Spielen gehen... Das ist eine reine wirtschaftliche Sache leider. Die da rein wirtschaftliche wird. Entscheidung. Männerfußball ist deswegen so populär und so groß und hat so viel Geld da drin, die Leute verdienen so viel Geld, weil eben viele Leute es gucken. Das die und ganze Kausalität dahinter. Ja, und weil, aber hat auch eine fantastische Lobby, weil es ist ein so ja, viel der klar hat das. Es ist so ein viel klar kleinerer das. Markt als viele aber andere würden, Sachen. Aber würden einfach genauso viele Frauen wie Männer zu den Frauenfußballspielen gehen, hätten die dieselbe Lobby. Über denselben Zeitraum natürlich entwickelt, klar. Dass das von heute auf morgen nicht geht, ist auch logisch. So, ne? Ja, das wäre jetzt nicht so, wenn jetzt im kommenden Jahr Frauenfußball plötzlich genauso populär wäre wie Männerfußball, hätten sie nicht die gleiche Lobby. Das ist klar. Definitiv. Aber wahrscheinlich hätten sie ganz andere Möglichkeiten. Was schwebt da in deinem Tee drin rum? Das habe ich mich auch schon gefragt. Finde ich ganz eklig. Ja, ich auch. Ich finde wirklich. Das hat wahrscheinlich er sich so abgesetzt. Oder ja, ich so. Hoffe.
Ja. Ich bin auch für Fußball abschaffen. Ja. Also nur noch als Sport, nicht mehr als Ereignis. Und wir holen den American Football her. Also tun wir ja gerade, aber ja. Nee, ich sage, ich finde halt, ich finde es super spannend. Mir macht es tierisch Spaß, auch wirklich ins Stadion zu gehen. Und ich bin halt auch so ein Typ, egal bei was, egal bei welchem Sportereignis, du setzt mich in die Tribüne von Fan, also in die Fan, in den Fanblock von Team A und ich bin für Team A. Du brauchst dieses Shirt, auf dem einfach nur immer steht Go Sports. Go Sports, ja, genau. Ja. Und mir macht es auch tierisch Spaß, aber ich kann auch immer noch, also ich bin diesen Fanatismus, ich bin eh generell kein Fan von absolutem Fanatismus und den kann ich halt super nicht nachvollziehen und ich finde es auch immer wieder komisch, hier, wenn ich am Wochenende Großeltern besuchen fahren möchte und dann komme ich beim Stadion, beim Olympiastadion vorbeigefahren und denke halt einfach, also Großeltern meiner Tochter, denke halt einfach so, Digga, also ist ja wirklich, wie viel Müll die hinterlassen, wie scheiße die sich benehmen, wie es einfach nur asoziales Verhalten ist. Wirklich so. Übrigens schreibt hier gerade jemand, das Finale der Frauen-EM war letztes Jahr das reichweitenstärkste Fernsehereignis in Deutschland und das ist fantastisch, muss ich wirklich sagen, aber ich sag mal so, im Fernsehen läuft eh nicht mehr so viel krasser Scheiß, oder? Ey, ich hab. Das ist ja auch, aber guck mal, das ist ja wie WM. Ja. Die guck ja sogar ich im Fußball, ja, bis Deutschland dann nach zwei Spielen mal wieder raus ist. Aber den Rest der Zeit halt nicht. Ja. Aber ich glaube auch, dass der Sport egal ist, wie David Buggi gerade schon sagt, hier, wenn 50.000 Menschen zusammenkommen, dann ist das halt meistens scheiße. Das stimmt, aber ich bin ja auch schon zum Beispiel zu ausverkauften Handballstadien gegangen, aus dem Eishockey und so weiter und so fort. Und nee, ich meine aber auch draußen vor den Stadien haben sich die Leute meistens besser benommen als beim Fußball. Ja, also beim Fußball ist es auch schon gehört einfach zum guten Ton, dass die Leute sich betrinken. So, also in den wirklich krassen Reihen, so der, ja, der da mal hingeht. Dann musst du mal in andere Länder zum Beispiel. Dann musst du mal kleiner Fun-Fact dazu. Was? Fußball einfach Liebe. Fußball einfach Schmutz. Unser Chat, Alter. Man muss sich vielleicht darauf verständigen, zu sagen, nicht. Nein, aber das ist halt auch ein deutsches Problem. Geh mal zum Beispiel Fußball schauen in Ländern wie Portugal oder Italien. Ja. In den beiden Ländern zum Beispiel gibt es keinen Alkohol während des Spiels. Ja, ist total verpönt. Also kannst du kaufen, aber dann outest du dich quasi automatisch als Tourist. Im Stadion bei SV Babelsberg 03 gab es auch mal eine Weile Alkoholverbot, gab es nur alkoholfreies Bier, weil zu wild. Ja. Gut, aber kommen wir weg von diesem Thema und reden über andere. Was ist denn das für ein Beispiel? Gut, da hast du keinen Alk, aber Rassismus? Was ist denn das für ein, was... Also A, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und B, deutsche Fußball hat ja bekanntermaßen überhaupt kein Problem mit Rechten. Nein, du musst mal gar nicht. Ich bin mir ganz oft gar nicht sicher, ob Leute gerade im Chat miteinander reden oder ob sie... Nee, schon, wird viel diskutiert tatsächlich. Ja, oder ob sie was von uns kommentieren, aber weil da ist gerade wild. Aber es ist auch egal. Jabit, übrigens sehr lustiger Name, wenn man Französisch spricht, schreibt eine Veranstaltung in Deutschland ohne Alkohol, das wird es niemals geben. Das stimmt. Stimmt aber nicht, weil da hat er auch vollkommen recht, bei Derbys und Hochrisikospielen ist Alkohol immer verboten beim Fußball. Also es ist halt so, ist auch schon schlimm. Hast du schon mal erlebt, dass die Leute vorm Spiel irgendwo pusten mussten? Die haben da einfach 1,8 Turm. Nein, aber ja, das kann sein. Es aber wird das kontrolliert, wenn die zugedrückt werden, werden sie nach Hause geschickt. Ja. Ja. Aber wir wissen alle, wie kontrolliert wird. Ihr habt sicherlich auch alle dieses tolle Video gesehen von dem einen Security, der den einen da vom Stadion abtastet. Flo, kann ich jetzt kurz an dir demonstrieren, wen abgetastet hat? Ach so, ohne ihn zu berühren. Ein magisches Feld, er hat sein magisches Feld gemessen. Ja, du musst ja... Aber ich glaube, über Fußball zu diskutieren, ist auch wirklich einfach ich wollte... Nee, es gibt entweder, ja, wollte ich auch gar nicht hin. Ich entweder wollte dein Herz schlägt dafür und du verteidigst es bis aufs Blut oder du findest es halt scheiße und dann interessiert es dich einfach nicht. So ist es. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass Samstag halt alle spielen und es Meisterschaften und es wird ganz spannend und ich freue mich drauf. Das wollte okay, ich einfach nochmal kurz... Okay, wo wir gerade beim Thema Samstag sind. Was habt ihr denn für Pläne fürs Wochenende? Also Olli guckt das. Na, pass auf, ich bin draußen auf dem Campingplatz und kümmere mich um den Ausbau. Fußball, ja? Ich Handwerker die ganze Zeit. Guckst Fußball. Mache aber eine Pause für Fußball. So. Ja, okay.
Danach und? Handwerkst du auch nicht weiter, weil dann ist es dunkel. Und dein Schwager hat Geburtstag. Ich bin auf dem Geburtstag von meinem Schwager, ja. Bild. Ich bin auf einer Hochzeit. Oh. Hello. Wer heiratet? Ja, das sehe ich. Mein Vater. Geil. Ja, also mein leiblicher Vater. Wild. Nee, nicht die Vater, Leute schreiben Kater. So geile Sachen. Die hat eine 140 Kilometer Fahrradtour und boah, eure Videos gucken. Kilometer? So nämlich. Sorry. 140 Kilometer? Krass, ne? Das ist viel auf dem Fahrrad auch, oder? Ja. Aki bekommt eine neue CPU. Geil. Morgen PC bauen, das ist auch cool. Krank sein. War ein guter Plan fürs Wochenende. Ist das dein Plan? Ja. Oder ist das einfach schon so gegeben? Geil. Auch Segelfliegen ist aber Rudi, echt insane. Warhammer-Figuren bemalen. Segelfliegen finde ich nebenbei bemerkt fucking spooky. Ja, ja, aber hätte ich auch Angst vor. Finde ich richtig unheimlich. Ja, ja, ja. Ich bin aber, umso älter ich werde, umso mehr Bock habe ich mal auf so ein Masturbieren. So ein Wingsuit. Paragliden meinst du nicht? Du meinst so ein ich meine richtig sterben. So richtig Wingsuit, ja. Oh, und dann auch Atlant- so durch so ein Steinloch durch. Genau. Hetzheimer ja, schreibt LAN-Party, ey. Lad mal ein. Wir hätten sagen sollen, dass wir im zweiten Stock sind, ne? Nee, das wissen beide, soweit ich weiß. Ey, LAN-Party ist auch was man mal wieder machen müsste. Aber, ja, okay. Ja, ne, das wäre, ich hatte ja auch noch ganz kurz überlegt, ob wir sowas ganz Schlimmes machen und das nächste Wochenende hier hinschieben. Oh, das wäre wild. Nee. Wie findest du die Warhammer-40k-Zwerge? Ja, die sind mega geil. Ey, ich habe das gesehen auch vor ein paar Wochen und dachte so, what? Wie gut ist das? Endlich. Ja, wird schwierig, ne? Wir müssen uns in die Rechner aufstellen und so. Ja, und das ist nochmal ein anderes Level an, es gibt keine Dusche. Hallo! Hallo! Ich komm mal. Hallo, hallo. Stehen wir jetzt alle auf und laufen aus dem Bild? Nee, ich glaube, Olli will sie direkt verkabeln. Direkt verkabeln? Nee, komm, ich steh nochmal auf und lauf aus dem Bild. Hallo. Okay, dann muss der alte Mann auch aufstehen. Jetzt komm her. Kannst so, schon mal ins ich Bild bin rein. Da. Ich bin da. Olli verkabelt gleich. Ja. Der Rest ist lang hier. Lang nicht mehr gesehen, Kater. So. Wann waren wir trinken? Letztes oder vorletztes Wochenende? Der alte Mann Paolo Punkt, das Meer, genau. Punkt geht an Sie. Sie weiß es noch. Ja, das stimmt. So. Was der alte Mann, wieso, wie kam es denn jetzt zu der alte Mann Paul? Weil ich gesagt habe, gut, dann muss der alte Mann auch aufstehen. Aber du bist der Jüngste von uns. Das stimmt sogar. Ja, das stimmt absolut. Sogar. Ja, von uns dreien bin ich der Jüngste, das ist richtig. Ja, aber Rücken wie ein 80-Jähriger. Sehr gut. Sehr gut. Ein weiser Rücken, sagst du. Ja, ist schlau. Ist ein sehr weiser Rücken. Was man so als Silberrücken kennt, das ist nur der Rücken bei mir auch. Wechselt ihr nächste Woche dann auch immer mal die Perspektive? Naja, also ihr seht ja im Prinzip die meiste Zeit die Charaktere im Zusammenlaufen. Ja, in einem Bild. Und die Kameraperspektiven werden wir einfach wie bei den Reactions von uns dreien daneben bappen. Vielleicht kriegen wir es so hin. Ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, oh, das wäre mega geil. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Interface aussieht, aber du hast kein Charakterbild im Interface, oder? Wo wir unten die kleinen Charakterdinger. Ja, die kleinen Charakterdinger einfach durch Bilder von uns ersetzen, das wäre halt mega geil. Mal gucken. Wann kommt eigentlich mal ein Frühsportstream? Ja, arbeiten dran. Da sind wir dabei. Jan und ich klären gerade noch Licht in erster Linie, ne? Die Lichtsituation im Set und dann wollen wir eigentlich ganz gerne hinten noch die Wand gestalten, Olli und ich, aber das können wir vielleicht auch einfach on the fly machen, da müssen wir nicht warten, bis wir das fertig haben. Obwohl wir könnten das eigentlich relativ fix fertig machen, es scheitert nur gerade wieder daran, dass es keiner bestellt. Ja. Ja, gerne. Mit Milch? Ja. Ach so, nee, ich mal, nee, bring mir so, nee, doch nicht. Mit Milch. So. Ja, mit dem, was du Milch nennst, ja. Alles klar. Also mit Eiswürfeln. Nee, ich nehm warm, ganz warm, warm. Kaffee, also, warm. Weil auch gefragt worden ist, könnt ihr das Hoop-Armband empfehlen? Ja. Ja. Kann ich tatsächlich. Finde ich ganz nice. Kann ich auch. Hier, ich mache auch, bin jetzt, weil Olli hat Pech gehabt, weil er nicht da ist. Hier ist der Link.
Falls einer von euch bei Whoop Mitglied werden möchte und das einen Monat gratis testen möchte, da ist ein Link. Also Flo, ich hätte ja einen Graffiti-Sprayer organisiert für die Spiegelwand. Ja, Mr. Miyagi ist eine ganz nice Idee, aber dafür ist zu wenig Platz. Also dafür haben wir wirklich schon, dafür haben wir jetzt zu viel Spiegel und nur noch zu wenig Wand. Wir wollen eigentlich so ein, naja, Klinker, also nicht, es ist nicht so Backstein, weil es ist nicht rot, sondern es ist mehr so in die graue Richtung. Aber es sieht halt aus wie so eine offene Wand einfach. Könnt ihr das? Verputzte Backsteinwand. Ja, könnt ihr das S23 Ultra empfehlen? Ich glaube, Olli kann das. Ja, Olli also steht Olli voll drauf. Also Olli schwärmt die ganze Zeit davon, ist super, super happy. Es wäre wahrscheinlich auch, also ganz ehrlich, bei dem, was mir Olli schon gezeigt hat, wäre es mein persönlicher Umstieg auch gewesen, wenn ich jemals dazu komme, auf Android umzustellen. Aber ja. Ich glaube, ich bin so alt, das wird nichts mehr. Ja, und ich bin halt großer, großer Fan vom Pixel. Ich mag das Google Pixel unfassbar gerne. Wir sind an einer App für Sport dran. Ja. Ja. Mehr sagen wir noch nicht, aber soon. Da kommt ein bisschen was auf euch zu. Ja. Da sind wirklich, ich würde so gerne mehr erzählen, aber wir sind selber noch zu sehr im Bearbeitungsprozess. Ach so, ja, Beatstuff. Wir gucken, ob das terminlich bei uns reinpasst. Bock hätten wir schon mit der Karre, entweder als Beifahrer oder als Fahrer unterwegs zu sein, aber wir können gerade noch nicht sagen, ob wir zeitlich können. Wenn wir können, schreiben wir dir sofort, wenn wir das wissen. Wir haben es gelesen. Machst du mir jetzt doch ein? Ich habe wieder Nein gesagt. Ich habe mich umentschieden. Cool, danke. So. Hattest du mal gesagt, dass du mit Gimondo was machst? Ja, auch das. Release davon übrigens, könnt ihr euch schon mal eintragen, ist eine ganz geile Aktion. 31. nächste Woche. Wann macht ihr bei Sam vs. Wild mit? Gar nicht. Nee, kann Olli alleine machen. Ja, aber ist ja gerade Team Edition. Ja. Ey, ich find's so lustig, was Leute manchmal für ein abstruses Verständnis haben von Sachen, habe ich gesehen. Papa Platte war im Livestream und Fritz, clever wie er ist, hat ihn im Livestream, im IRL-Livestream angerufen, wo er auch mit seinem Podcast-Kollegen Dominik war und hat halt gefragt, ob die beide zusagen für Team Edition 7 vs. Wild. Und dann haben sie das gemacht, live, weil auch wegen Livestream und so weiter. Und ein paar Minuten später hat Lena angerufen, auch immer noch im Livestream, und hat halt gesagt, wie wenig begeistert sie davon ist. Und dann haben die so ein bisschen hin und war natürlich auch alles live, haben die so ein bisschen mit hin und her geredet und so weiter und so fort. Und einfach nur, dass sie sich Sorgen macht, weil sie hatte bei Nova schon echt, weil du kriegst anscheinend, kriegst du nur einmal am Tag, am Ende des Tages, kriegst du so eine Nachricht vom Team, ja, dein Künstler lebt noch. Ja, ja. So, das ist alles. Und das gab es als Clip dann auf YouTube. Und die Leute da drunter, was die so ein Verständnis haben oder denken, was das so für Lebensverhältnisse sind, als ob die Alte ihm das ausreden könnte, dann feuert er die, dann hat die keine Arbeit mehr und so. Und ich denke mir so, also wirklich, dann dachte ich so, ja. Gott, und es tut mir dann auch manchmal ein bisschen leid, aber Gott, bin ich froh, dass wir eine erwachsenere Community haben bei manchen Fällen. Das denke ich mir ganz, ganz also, oft, wenn ich so Communities von anderen Leuten sehe. Wirklich, da manchmal sacke ich so richtig so in mich und denke mir so, um Gottes Willen, Alter, manchmal verliere ich einen Ticken aus den Augen. Weil manchmal ärgert man sich, weil wir müssen uns schon anders mit unserer Community auseinandersetzen, weil unsere Community nicht so hörig ist, weil unsere Community halt selber in der Lage ist zu denken. Ja. Und dann hast du halt manchmal so Auseinandersetzungen, wo du dann auch noch ein paar Tage hängst und dir denkst, scheiße, da hatte wieder jemand recht. Werde ich öffentlich nicht sagen, aber nee, aber ich bin so froh, dass
wir wirklich eine erwachsenere und feinfühligere Community einfach haben und nicht so wirklich so eine Kinderarmee, die so eine Scheiße labert. Ja. Also das war, ich habe da, das war noch eine der weniger schlimmen Sachen. Ich habe mir die durchgelesen und dachte einfach nur, meine Fresse, also das kann man wirklich, ist nicht so clever, ganz viele Leute da, die da geschrieben haben zumindest. Aber ja, erwachsen, ich bin noch erst 30, ja, ich meine ja auch nicht, ich meine ja, ihr seid geistig reif. Alt. Reif. Dann sagen wir eine ältere. Eine ältere. Ihr seid alle über 15. Nee, ihr seid eine, die meisten. Ihr seid eine, Hier im Chat ist keiner 15. Unter, doch. Ist jemand jünger als 15? Auf keinsten. Bitte. Ach, Mike. Ich meine es jetzt ernst. Ja, mein Sohn. Ja, mein Sohn ist halt schon geil. So, das dazu. 14 seit 17 Jahren, okay. Alles klar, ja gut. Aber weißt du was, wisst ihr, was ihr seid? 41, das gilt. Ihr seid... Musst du nur umdrehen. Okay, geil. 16. Ha, jüngste bisher. Herzlichen Glückwunsch. Aber krass. Genau, ihr seid nämlich, das nennt man in der Marktwirtschaft... Eine, ihr seid demografisch die kaufkräftigste Community. Das Alter der kaufkräftigen Leute. Schloss da? Ja, da, guck mal, meine Tochter ist 11 und schaut mit zu. Aha. Das könnte man fast gelten lassen. Werberelevante Zielgruppe ist am Start. Siehst du, Jen, hast du mal gesehen? Könnt ihr gleich einfach bei uns die Werbung nochmal eine Null hinten dran hängen. Sehr gut. Aber ja, falls, habe ich das, ich weiß nicht, ob ich das einfach nur überlesen habe, aber ich hoffe, du kommst weiter mit deinem Streaming-Rechner Schlo, dass das alles wieder läuft. Oh Gott, wenn die Technik dir einfach so komplett in deinen Tagesablauf reingrätscht. Ja, Alter. Naja, neuer Rechner und geht, funktioniert halt nicht direkt, ne, ist hart. Ja. Ist dein neuer Rechner zufällig? Ich kann dich nicht schon wieder dissen. Apropos Kaufkraft, wird bei Loot für die Welt Hoodies mit alten Motiven geben, muss ich anfangen zu sparen. Das hattest du schon mal umformuliert gefragt zum Thema Polaris. Ob wir auf der Polaris alte Dinge... Guten Morgen, ich stehe mich mal so ein bisschen in den Weg. Sehr gut. Ich würde dir meinen Platz zur Verfügung stellen, weil ich jetzt tatsächlich dann fürs Quiz alles ganz kurz vorbereite. Okay. Kommen Sie. Aber wir sagen Hallo. Hallo, Freunde. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sagen Hallo. Hi. Braunbär auch direkt. Wo Katja? Also Katja ist schon mal hier. Hi. Und Katja ist gleich da, hat mir eben geschrieben. Die sollte jede Minute klingeln. Wow. Wow, okay. Das war way too strong. Das war dermaßen sowas von abgesprochen, Alter. Was? Entschuldigung. Nur weil ich meine Haare wieder gefärbt habe. Hallo, gelenkige Katja, stimmt, da war irgendwas. Ja, war es bei dir irgendwas mit Sitzen, ne? Ja. Du hattest... War das die Sache mit dem Schneidersitz, ja, genau. Was sich so außerordentlich schwierig gestaltet hat? Ja. Das Ding ist, ich war mal so hyperflexibel und konnte mal mit meinen Füßen bis zur Nase über den Rücken drüber. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe nicht mal ein Bild dazu im Kopf, wie das aussehen soll. Kann ich jetzt nicht mehr. Nennt sich Cobra. Ist eine. Ist Ach eine so, hinten rum ja, und ja, dann. Ja. Oh Gott! Ja, ja. Oh Gott! Ach so, das. Okay. Alles klar. Wie ich das suche. Volle Cobra-Yoga. Yoga ist ein Ich habe überlegt, wie ich das suche, ohne dass Machst ich du die Tür? Danke. Schlangen finde oder etwaige andere Dinge. Bin kurz 10 Minuten weg und schon hat sich Olli die Haare mit roter Beete ausgetauscht. Was? Ja, ne, sorry. Also, ja, ich hatte Lust darauf, das zu verändern und deswegen dachte ich mir so, ja, Änderung tut gut. War halt ein bisschen eine Blitzentscheidung, aber... Das ist doch gut. Ja, oder? Ja. Find auch, ich passe als Olli hier hin. Also, ich bräuchte noch so ein schwarzes Shirt, dann wäre ich im Team. Ziegen-Yoga soll cool sein. Ja, das habe ich jetzt auch in zu vielen Start-up-Filmen oder sonst irgendwas gesehen. Es sieht mega aus, Katja. Sieht top aus. Schön, dass du mal wieder da bist, Katja. Katja. Dankeschön, Leute. Danke sehr. Wieder was gelernt.
Da wir so kaufkräftig sind, habe ich mal eine Frage. Florian. Ja, Icke. Wo bekomme ich eigentlich dein unfassbar geiles Oberteil her? Das ist schon draußen? Das ist draußen, ne? Das ist vom neuen Drop, nee, oder? Das gibt's schon gar nicht mehr. Ah, ja, zu spät, Dark Reaver. Zu spät. Kriegst du auf www.diet.rich und Vorteil ist, wir werden diesen Monat noch einen Rückläufer bzw. Restbestand Drop einmal machen mit alten Motiven. Aber die sind halt ultra-limited und nur in bestimmten Größen da. Aber da sage ich nochmal Bescheid. Was so bei Rückläufern ist. Deswegen, ja, da kannst du vorbei. Vielleicht kriegst du das. Vielleicht wird auch Flo das jetzt ausziehen und damit zurücksenden, nur damit du das bekommen kannst. Jetzt im Stream ausziehen. Nein. Okay. Das machen wir nicht mehr. Dafür fehlen uns 32.000 Subs. Dafür gibt es prinzipiell auch tatsächlich Ärger. Es geht. Es ist, ja, wir haben uns ja letztens im Stream schon gefragt, ob ich das System gedribbelt habe, weil man meine Nippel nicht mehr sieht. Ja, aber der hat sich da ja, was drüber tätowieren lassen. Jetzt einfach. wegen drüber tätowiert. Hat weh? Das Schlimmste, was ich je gemacht habe. No. Paul, warst du eigentlich beim Friseur? Sozusagen, meine Frau hat sich um meine Haare gekümmert. Also ja, es ist unglaublich viel weg und du bist der Erste, dem es aufgefallen ist. Paul, deine Haare sehen so gut aus. Ich habe nichts dazu gesagt. Halt's Maul. Ich bin wirklich die letzten Tage super traurig gewesen. Halt, stopp. Einfach nur. Halt, stopp. Was du sagst, das stimmt trotzdem nicht, weil direkt am Anfang ich vom weiß, Stream da ich schon einen Kommentar zu deinem. Ja, aber es war glaube ich, die gleiche Person. Na, das kann sein. Nee, aber ich habe den auch direkt am Anfang gelesen. Ja, ne? Ich auch. Ja. Ich wollte nur nichts sagen. Ach so, warum nicht? Was? Also mich stört überhaupt nichts. Also wenn du jetzt das scheiße findest und vorher die Frisur besser fandst, dann ist gut, dass du still geblieben bist, aber wenn es dir gefällt, einfach raus. Ich freue mich über Komplimente. Ich bin da nicht anders. Ist aber auch voll nachvollziehbar. Ja. Lucky Shot, auch das ist schon lange nicht mehr der Fall, denn ich wurde von Elgato versorgt mit der neuen Elgato. Aber schon lange ist jetzt auch wirklich so. 2 Wochen. Naja. Naja, komm. Also und Lucky Shot war aber die ganze Zeit, also ich hab schon im Chat gesehen. Ja, das stimmt schon. Ich fand das Standbild von dir, das dann immer eingefügt wurde bei den Reactions, aber auch sehr Premium. Das habe ich gemacht in OBS selber, ja, während des Livestreams. Oha. Ich habe eine Szene, ich wo ich Emotionen gesehen habe, dass sie gewechselt haben zum Teil. Das habe ich teilweise nicht mitbekommen. Ja. Kommen Sie rein. Hello. Auch da stehen wir nochmal auf. Hello. Ah. Hallo. Hello. Hello. Ja, hi. Hallöchen. So, wo darf ich da sitzen? Hi. Olli richtet das perfekt ein. Jetzt sieht Paul wieder aus wie ein FDP-Politiker mit dem Hang zum Rechten. Das verstehe ich wiederum nicht. Finde ich, ist aber abgesehen vom Rechten auch eine adäquate Beschreibung meines Daseins. Gucken Sie mich an. Bekannter Rechtsradikaler und FDP-Politiker. Hashtag. Hashtag Porsche in die Innenstadt. Hashtag Porsche in die Innenstadt. Andy, ich habe auch wirklich nur mein Okay zu diesem Studio gegeben, weil direkt nebenan Porsche ist. Exakt. Sonst wäre ich nicht hier hingezogen, wäre er noch alleine in der Strelitzer geblieben. Natürlich. Der Livestream immer dazuschalten geht ja, also. Ja. Ihr habt dieselben Schuhe. Das habe ich auch nur durch den Chat gerade. Also wir haben beide on. Ja, on ist ja auch mega. Ja. Das heißt on? Ja. Ja. Beste. Die sind, ich dachte die ganze Zeit, das heißt QC. Nein, es ist on. Ich weiß auch nicht, wie man da on genau lesen soll, aber. Sie heißen on. Ja, sie heißen so, das stimmt. Cool. Ja. Wieder was ihr lernt. Eine gesperrte Autobahnauffahrt mal wieder. Ja, haben wir. Ja, ist richtig zum Kotzen. Paul, hast du die Hemdmarke gefunden? Ja, habe ich. Ich habe das Hemd von Joko Winterscheid gefunden und ich habe es auch noch ein einziges Mal, in M zu kaufen und das habe ich mir bestellt und ich bin gespannt. Ja, weil sonst gab es es nur noch in England. Da hatte ich keine Lust. Wie geht's? Gut hergekommen? Nee. Wow. Sehr gut. Vor allen Dingen dieses gleiche. Nein. Ich war so kurz davor, bevor der Bus kam, der mich endlich hierher gebracht hat, zum Heulen. Ich war so wirklich so, oh Gott, ich kann nicht mehr. Weil eigentlich ist die Strecke von mir zu euch
super simpel. Ja. Also man fährt einfach durch und dann kurz mit dem Bus. Die haben einfach alles gesperrt. Ja, es gibt 3 Ersatzverkehrbusse, wo die sind, wo die stehen, keine Ahnung, weiß keiner, weiß man nicht. Ich musste mit Google Maps Station für Station gucken, wo ich hinlaufen muss, um diesen Bus zu irgendwie hinzukriegen, Traum. Zu erreichen, irgendwas. Und irgendwann war ich halt so, okay, die Bushaltestelle, wo er eigentlich sein sollte, da ist eine riesengroße Baustelle, da kann er nicht stehen. Wo soll der hin? Keine Ahnung. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Dann bin ich einfach 3 Stationen gelaufen, bis ich zu dieser Bushalte gekommen bin. Die Beschreibung klang nach Schöneweide. Ja, es ist Schöneweide. Und es ist grausig. Es ist ganz schwierig. Oh, ich weiß, was du meinst. Schöneweide ist momentan richtig schlimm. Ja. Es ist die Hölle. Ja, aber ich bin hier. Ich bin seit 9 Uhr am Fahren. Happy. Ehrlich gesagt. Gottes Willen, Alter. Ich habe gestern überprüft, wie lange ich hierher brauche und mit den Veränderungen hätte ich auch 1,5 bis 2 Stunden gebraucht. Was zur Hölle? Und dann war ich so, ich nehme Taxi. Und das Taxi war voll okay von der Zeit. Ja, aber zum Glück macht Berlin das, ne, so dass man sich wirklich denkt, welche Alternative habe ich denn in Berlin aktuell noch? Ah ja, geil, ich fahre Auto. Ja. Ja. Das ist wie absurd. Und selbst das ist scheiße. Also Stauber on Master. Für meine Strecke geht's, also auch für deine Strecke geht's. Wir hätten auch wirklich darüber nachdenken können, dass ich dich einfach mitnehme. Es wäre möglich gewesen. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, ich muss heute erstmal klären, dass ich überhaupt irgendwo hinkomme. Ich bin gestern unten in die Tiefgarage. Ich musste eher nach Hause unplanmäßig wegen meinem Sohnemann. Gehe in die Tiefgarage unten. Ich sag mal so, mein Auto steht da immer noch. Weil es nicht anspringt. Oh. Aber und es ist nicht die Batterie. Es ist nicht die Batterie, was mir ein bisschen Sorgen macht. Was schade ist. Ja. Und was mir auch ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist einfach, weil ich rufe gestern ADAC an und sage, wie sieht's denn aus? Er sagt 2,5 bis 3 Stunden. Dann ist jemand da. Ich dachte mir, oh geil. Richtig Bock. Ja, Neokratos sagt schon Anlasser. Und der Typ hat auch gesagt, weil ich habe ihm halt beschrieben, er klickt halt durch, ne? Also, ne? Zündkerzengeräusch ist da und du hörst leider auch dieses Klick, 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 Klick. Das heißt, Anlasser, wenn ich Glück habe, Lichtmaschine, wenn ich Pech habe. Ja. Ja. War die Ballerfahrt aufs Brandenburger Land zu krass? Ja. Zu krass. Ich hatte Spaß bei der Autofahrt. Gerade auf der Rückfahrt, dass es dann doch wieder über die Autobahn ging, hat mich sehr gefreut. Ich habe auch Olli gesehen. Olli war nicht so glücklich als Beifahrer bei mir. Bist du zu schnell gefahren? Nee, es war unbegrenzt. Aha. Also, es gibt kein zu schnell dann. Es gibt kein zu schnell. Aber ja. Warum war Olli unglücklich? Weil es kein zu schnell gibt. Ja. Ich verstehe das. Ich finde das auch super gruselig, wenn Leute so mega schnell fahren. Ich habe keinen Führerschein, ich kann nicht mitreden. Ah. Ich habe Angst vorm Autofahren und habe einen Führerschein. Das ist semi-cool. Ich mag Autofahren. Olli, wie sieht's aus? Alrighty, jetzt dann wir können starten, ihr könnt gerne mit mir rüberkommen, dann stelle ich dann die Kameras an. Gib mir noch eine Minute und dann jetzt ab. Ja, ihr müsst mir auch gleich sagen, ob ihr in der Lage seid, auf meinen Laptop zu gucken oder nicht, weil dadurch, dass wir heute ein bisschen unterbesetzt sind, muss ich hier ein bisschen Toro. Mehr machen als sonst, aber das geht, das kriegen wir alles hin. Hallo Community, ich bin angekommen. Oh, Berlin, schrecklich. Ich habe mir auch so Sorgen gemacht um dich so zwischendurch, so, oh Katja. Ich stand so da und es sollte halt dieser Bus kommen und es kam ein anderer und ich stand so da so, ich bin jetzt extra die 2 Stationen gesprintet, um auf die Strecke vom Bus zu kommen. Eigentlich, weil ich halt nicht weiß, wo die anderen beiden Strecken sind, weil keine Ahnung, weiß auch keiner. Und dann war ich so, wenn der jetzt nicht kommt, ne, dann fange ich an zu heulen. Es reicht. Oh. Einfach 5-mal umgestiegen. 5-mal Ersatzverkehr und alles. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Du hättest auch anrufen können, ne? Ja, theoretisch schon. Aber ich war so, okay, einfach nur schnell hinkommen. So, das war halt in meinem Kopf einfach nicht. Es war so lösungsorientiert. Schaffe jetzt einfach jeden Bus und keine Ahnung, lerne zu fliegen oder so, weiß ich nicht. Das nächste Mal ruf bei sowas an. Da sind wir. Kommt ihr schon mal mit rüber? Ja, sehr dann gerne. Dann werde ich schon mal, kann ich mal, kann man es rechnen. Wichtig ist jetzt zu wissen,
wie wir die Teams machen, aber Paul und Flo wollten am liebsten Jungs gegen Mädchen spielen. Ja. Ja. Ist das in eurem Interesse? Das ist voll okay. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei uns im Quizset. Herzlich willkommen. Ich hab keine Ahnung von Mathe. Du musst übernehmen. Ich kann auch kein Mathe. Scheiße. Wir nehmen keine Mathefragen. Es sind keine Mathefragen dabei. Es ist, okay, wir haben die Community gefragt. Das heißt, ihr müsst ungefähr einschätzen, wie die Leute darauf geantwortet haben. Ihr müsst mir jetzt einmal ganz kurz sagen, könnt ihr sehen, was auf diesem Laptop steht? Nein. Also so semi. Semi. Also ich kann es nicht lesen, aber ich kann sehen, dass da was steht. Okay. Brauchst du eine Anti-Spy-Folie da? Ja, eigentlich schon. Eigentlich normalerweise mache ich das nicht dabei. Ich bin jedes Mal verwirrt. Ich gucke zu dir rüber. Halt mal, mach mal die Hand nicht hin. Ich könnte es nicht lesen. Also ich gucke voll drauf. Ich müsste hier sein. Hier kann ich es lesen. Okay. Also ich könnte es erst auch ab hier erst lesen. Und da fangen erst die Zahlen an. Alles klar. Sehr gut. Dann machen wir das so, weil dann kann ich das so steuern. Sehr gut, sehr gut. Dann stellt euch gerne schon mal auf eure Quizplätze. Dann werde ich mich darum kümmern, dass die Kameras kurz eingestellt sind. Gerne. Die nahen Perspektiven. Und dann können wir gleich starten. Freunde, ihr seid live mit dabei. In der Umbaupause, wenn wir von einem Set ins andere gehen. Umbaupause. Wie gesagt, wir sind momentan ein bisschen unterbesetzt. Normalerweise hätten wir jemanden da, der das Quizsystem bedient. Aber wir haben heute schon die fantastische Fabi bei uns in der Regie, die sich um die Kameras kümmert. Paul, links, heißt, rechts, ich kümmere mich ums Quizsystem. Ist mir egal. So, ja, weil okay, ich spreche. Rechtshänder. Du bist Rechtshänder? Okay. Aber wir können das auch so machen. Dann bilden wir jedes Mal so eine. Wahrscheinlich sieht das jetzt richtig so aus, wir beide so gerade mal hier. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So, wir bilden ein Dreieck. Ja, so das ist hier. Ein guter Paul, schau mal her, den ganzen Arm. Schau mal zu mir. Ich muss dich ja einmal scharf stellen. Wir brauchen auch so eine coole Siegerpose. Dank. Das ist keine Siegerpose, das ist unsere Buzzerpose. Wir buzzern nur so. Immer. Okay. So. Nein, wir buzzern auch anders. Wir lassen uns nicht auf solche Aussagen. Jetzt seid ihr beiden dran. Genau. Da steht ihr. Stehst du so die ganze Zeit? Was? Ja. Es geht jetzt darum, dich scharf zu stellen, weil du gerade so machst. Ich dachte so, das ist vielleicht nicht das, wie du dauerhaft stehst. Wir haben eben besprochen, praktisch das auf die Zehen stellen. Genau, damit wir größer wirken. Aber das ist bedrohlicher. Sehr gut. Bedrohlicher ist auch gut. Gut, das sieht gut aus. So reinklettern, das lassen wir so. Also Freunde, ich würde euch bitten, aus Fair Play, dadurch, dass ich das heute selber bedienen muss, schaut nicht auf den Laptop, wenn es nicht sein muss. Wenn es nicht sein muss. Ich fand gerade irgendwie total gut, dass du an mir vorbeigegangen bist und mich so leicht am Hintern getätschelt hast. Oh. Also einfach so. Darf ich das auch bei dir mal? Fair Play. Fair Play. Aber auch so, es war so sanft, weißt du, es war einfach nur so. Weißt, ja, gut, ne? War gut. Ja. Ich freue mich voll, ne? So. Die Katze mit. Es kann schön sein, aber auch problematisch in der Arbeitswelt. Ja, aber nicht unter uns. Aber ja, freut ihr euch hier zu sein oder habt ihr euch gerade über was eigenes Privates wir gefreut, was nichts hiermit hier zu tun sein? Hat? Wir freuen uns heute, den ganzen Tag miteinander verbringen zu dürfen. Das ist schön. Ja. Wir gehen heute ins Kino. Geil. Was guckt ihr? Film? Ariel. Ariel? Oh, mit der Grüße Stimme raus von Rieke. Genau, Grüße gehen raus an Rieke, a.k.a. Strawberry Cake an dieser Stelle. Ja. Ey, sagt gerne Bescheid, wie der Film war. Würde mich wirklich interessieren, weil ich glaube, dass der sehr viel Spaß hast macht. Hast du dann in meinem Podcast? Stimmt. Ist ja Disney-Podcast. Ja, klar, natürlich. Ja, hast du gleich Material für die nächste Prinzessin. Wie heißt denn der Podcast? Die Schöne und der Nerd. Die Schöne und der Nerd, Freunde. Kann man das auf Spotify hören? Ja, natürlich. Das kann man auf Spotify hören. Natürlich. Krass, generell, wenn ich euch folgen möchte, dann kann ich das ja auf Twitch auch tun. Ja, ne? Natürlich. ABG Katja und Katazuri, Freunde, seht ihr auch einfach bei uns im Streamtitel. Könnt ihr anklicken, könnt ein Follow da lassen. Wenn einer der Mods da ist, kann er vielleicht sogar das ein oder andere Shoutout gerne mal da lassen. Das wäre ganz fantastisch. Freunde, damit begrüße ich euch heute bei unserem fantastischen Community-Quiz. Wir haben wie immer 100 Zuschauende aus unserer Community gefragt. Ich sage direkt dazu, nächstes Mal fragen wir 360 nach, wir hatten sehr, sehr viel Feedback bekommen. Ja, aber wir hatten noch ein paar Fragen übrig vom letzten Mal spielen und die werden wir heute spielen. Haben zwei fantastische Teams da. Wir haben unser Inhouse-Team, Team Dr. Freud. Name. Flo und Paul. Und wir haben unser Gästeteam da. Wir haben die fantastische Katazuri und BG Katja zu Gast. Habt ihr einen Teamnamen? Nee. Wir nennen uns einfach die Fantastischen. Die Fantastischen. Die Fantastischen. Ja. So, genau. Was verwirrend ist wie BG Katta. BG Katta. Katja Zuri. Oh.
Okay, okay. Freunde, wir laufen momentan ein bisschen unterbesetzt, deswegen mache ich hier am Laptop ein bisschen die Arbeit mit dem Quizsystem selbst. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen hier am Laptop rumspiele. Aber aha, wir haben heute manipuliert. auch ja, wieder 10 fantastische Fragen vorbereitet. I call Bullshit. Die Community für uns beantwortet hat. Es gilt wie immer, ihr müsst die 6 häufigsten Antworten nennen. Das heißt, ihr müsst antizipieren, was die häufigsten Antworten der Community waren. Mhm. Trefft ihr, gibt es Punkte. Ihr müsst versuchen, alle 6 Antworten zu finden. Für jede falsche Antwort bekommt ihr hier vorne ein X. 3-mal daneben liegen dürft ihr. Ab dem 2. X darf das gegnerische Team sich beraten, sich eine Antwort aussuchen und die dann gegebenenfalls geben. Und wenn die dann richtig ist, können sie euch die Punkte für die Runde abluchsen. Das läuft aber in beide Richtungen. Die Runde startet immer damit, dass ich die Frage stelle. Ihr habt einen Buzzer vor euch. Mhm. Wer schneller antwortet, ja, ihr dürft dann buzzern und eine Antwort abgeben. Wer schneller geantwortet hat und es Punkte gibt, sind die getestet worden, spielt die Runde. Du darfst gerne einen kleinen Test. Ja, ja, das sehe ich. Und ich gebe frei. Hau drauf. Ja. Denk dran, die Buzzer reagieren auf Loslassen. Also schön einmal so einen Slap mitgeben. Und nicht runtergedrückt halten, weil sonst löst er nicht aus. Okay. Solltet ihr buzzern und eine richtige Antwort geben, und das ist nicht die Top-Antwort, also die mit den meisten Punkten, dann hat das gegnerische Team nochmal die Möglichkeit, auch eine Antwort zu geben. Solltet ihr mehr Punkte haben, spielen sie die Runde. Okay. Aber das kriegen wir hin, Freunde. Dann starten wir mit der ersten Frage des Tages. Und zwar haben wir 100 Zuschauer gefragt. Nenne eine Cocktailzutat. Da war Flo sehr schnell. Flo. Okay, das ist jetzt ein Hot Take. Ja. Aber ich sage die Cocktailkirsche. Die Cocktailkirsche? Ich wollte jetzt nicht umschwenken. Ich hätte es jetzt nicht fair gefunden, jetzt nochmal umzuschwenken. Ist leider nicht dabei. Gar nicht dabei. Nein, damit eure Chance braucht nicht buzzern. Welcher Cocktail? Es gibt 2 auf der ganzen Welt, die die Cocktailkirsche haben. Einer davon ist der beste. Du sagst Wodka und Wodka sagten auch 11 Zuschauer. Damit geht die Runde an euch und ihr dürft weiterspielen. Jetzt nur Alkohol, ja, das natürlich. Ich bin der Meinung, ich darf das jetzt laut sagen, ihr könnt euch nichts abgucken. Genau, ja, ja. Die einzige Regel beim Spiel ist, dass ihr euch nicht beraten dürft. Ne? Ihr müsst immer nacheinander antworten, ohne dass ihr euch Tipps gebt. Limette. Limette, sagt Katha. Und dürfte sich freuen, denn Limette ist tatsächlich die Top. Ja, gut. Moment, ihr wisst nicht, wie ein Cocktail gemacht wird. Jetzt mal wirklich. Jetzt wird hier nach Longdrink irgendwie was noch umsortiert oder was. Ich insistiere. Ja. Starke Antwort. Amateure. Ich sag Rum. 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 Sagt BG Katja. Ist Rum dabei? Rum ist dabei. Die zweithäufigste Antwort. Und damit gehen weiter 15 Punkte. Leute, ein Cuba Libre ist kein Cocktail. Aber es fehlen noch 3 wichtige Antworten für ein Cocktail, jedenfalls wenn es nach unserer Community geht. Ey, wenn jetzt Cola da drin ist, dann bin ich am Ende. Ja. Dann bin ich am Ende, bin ich dann. Ich will es eigentlich nicht sagen. Ja. Aber dann wäre ich am Ende. Ja, schon. Ich wette, der Chat ist auch ganz aktiv dabei. Keine Freunde, keine Sorge, Freunde. Unsere Teilnehmer können den Chat nicht lesen. Also ihr könnt gerne fleißig mitraten im Chat. Kein Problem. Ja. Mann, ich will Zucker sagen, weil das eigentlich immer überall noch so mit dabei ist. In Longdrinks. Ey! Ja, aber ihr habt ja den richtigen Riecher. Die Leute wissen ja nicht, was Cocktails sind. Weißt du oder tust du? Ich Zucker. Du sagst Zucker. Katha sagt Zucker. Und Zucker ist dabei. Oh 9 mein Gott, was? Zuschauer haben gesagt, Zucker gehört in so einen Leute Cocktail. Auf jeden Fall ein Mojito und einen Cuba Libre durchgegangen und das war's. Was zur Hölle? Ich bin enttäuscht. Minze. Ja. Sahne? Sahne! Guck mal, wir nähern uns einem Cocktail tatsächlich. Wir arbeiten dran. Sahne ist leider euer erstes X von 3. Leider die erste richtige Antwort, die falsch ist. Nee, die zweite richtige Antwort, die falsch ist. Ich hab den Alkohol gesagt, come on. Ja, wir verteidigen deinen Cocktailkirsch. Ja, ich meine, wenn er schon so schön vorredet, dann ist er ja auch selbst dran schuld, oder? Ja. Ja, Cola. Du sagst Cola? Oh, bitte nicht. Cola! Ist Cola dabei? Ja. Leider euer zweites X. Damit habt ihr die Möglichkeit, euch jetzt zu beraten. Aber da sind keine Xen, deswegen bin ich so verwirrt. Ja, die Xen sind bei euch. Oh, nice, danke. Vielen Dank. Ihr seid Team rechts, das ist verwirrend, das muss ich mir merken. Okay. Ja, weil von den Zuschauern aus gesehen stehen wir rechts. Das macht voll Sinn. Mhm. Das ist für mich nur verwirrend. Wir haben das einmal korrigiert, die Xen sind jetzt bei euch. Danke.
So, die beiden dürfen sich beraten. Das heißt, beim nächsten X haben die die Möglichkeit, euch die Punkte zu klauen. Solange könnt ihr noch weiter antworten. Also, einen habt ihr noch. Du hast ja gesagt. Zwei Zutaten fehlen uns. Komm, Katja. Ich habe super viele Säfte im Kopf, aber ich gehe mal auf Fruchtsäfte. Einfach generell, weil ich müsste jetzt halt super viele aufzählen. Da muss ich aber tatsächlich sagen, das würde ich genauer haben wollen. Okay. Dann sage ich Kirschsaft. Kirschsaft, sagst du. Ist Kirschsaft dabei? Spannung, Spannung. Leider euer drittes X an der Stelle. Damit nehmen die Chance wir, für euch jetzt die Punkte also zu klauen. Also es tut mir leid, wir müssen es jetzt machen, so enttäuschend es ist, aber wir nehmen Gin. Gin? Ja. Gin sagen Paul und Flo und leider nicht dabei. Was? Gin, Alter, keine was der Cocktailzutaten. Jetzt kommt wenn der damit dabei ist. Gehen die Punkte erstmal an Team Links. 58 Punkte auf euer Konto habt ihr euch erspielt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Läuft. Und wir schauen mal, welche Zutaten noch drin sind. Der Saft war schon eine ganz gute Richtung. Ja. Frag mich, was für Saft? Einfach Orangensaft. Einfach Orangensaft. Ah, boah, lol. Okay. Haben 6 Leute gesagt. Und natürlich, was darf in keinem Cocktail fehlen, Freunde? Es ist das Eis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Okay. Ja. Ja, wow. Okay. Sagten ja, auch gut. 3 andere. Ich bin nicht happy damit. Nee, es ist auch immer noch ein Longdrink. Ich habe noch nichts für Cocktail gefunden. Ja, in einem Cocktail kann Orangensaft drin ja, sein. Ja, absolut. Aber das war Wodka O und Cuba Libre. Ja. Und ach komm. 58 ich meine, Punkte aber, auf eurem Konto. Aber Katja hat stark, stark. Mühe gegeben. Ich meine, dieses Weißrussen nach Wodka war das Thema Cocktail für sie durch. Ja, deswegen war ich auch so am Nachdenken. Wodka. Und was noch? Wodka. Habt eure Kreuze einmal aber zurückgesetzt. Wodka. Und wir kommen zur zweiten Frage. Ja. Aufgepasst, Freunde, wir haben 100 Zuschauer gefragt. Nennt uns eine beliebte Kinderserie. Ganz Pokémon. Klein bisschen schneller war Paul. Okay. Paul sagt Pokémon. Und jetzt aber, oh Gott, Pokémon jetzt so richtig Kinderdinge. Ist dabei die zweithäufigste Antwort mit 13 Antworten. Ich kann euch direkt sagen, es gab hier bei dieser Frage wirklich viele verschiedene Antworten. Aber ihr könnt jetzt noch die Top-Antwort geben und vielleicht damit die Runde zu euch holen. Wenn ihr eine kennt, die mehr Leute genannt haben. Dürfen wir uns beraten oder dürfen wir nicht? Nein. Nee, das müsstest du machen. Also ich gehe mit Disney und sag Disneys große Pause. Disneys große Pause ist zwar dabei, aber gibt weniger Punkte. Damit geht die Runde erstmal an euch und ihr dürft dabei. Jetzt ist die Frage. Hey, natürlich jetzt ist die dabei. Naja, jetzt ist halt die große andere Generation, Frage, Paul, ne? Ja. Nee, Disneys große Pause habe ich auch noch mitgenommen. Okay, aber jetzt ist halt die Frage, gehen wir jetzt von uns aus oder gehen wir von unter 25 aus? Ich lote das mal aus und sage, wie hießen sie denn? Waren es die Gummibären? Also die Gummibärenbande? Wie hießen sie? Hatten die noch einen anderen Namen? Die Gummibären. Hier und dort und überall. Ja, genau die. Die sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Und jetzt alle auch vollendig. Rümibiers. Ja, tatsächlich ist die Gummibärenbande dabei. Yeah. Die Top-Antwort. Stark. 21 andere haben auch gesagt, Gummibärenbande war einfach die beste Kinderserie auf der Welt. Nein, das auf keinen Fall. Oh. War's nicht. Zuschauer sagen war's das schon. Nicht. War es nicht, ja, war's aber nicht. Die. Eine der besten wird hier gar nicht mit bei sein. Damit seid ihr noch im Rennen, Paul. Mhm. Na, ja, gehe ich jetzt so einen Standardweg und gehe jetzt von Pokémon zu Digimon. Mhm, danke. Digimon! Digimon digitiert zu X leider. Tut mir leid, nicht dabei. Ich war auch sehr verwundert. Es war schon dabei, aber nicht so häufig wie verwirrt andere. Verwirrt mich, aber dann habe ich ein Problem, weil dann die letzte, die ich... Ich muss in die Richtung gehen und ich muss auch beim RTL 2 Nachmittagsprogramm bleiben und lote erstmal Yu-Gi-Oh! Aus. Hat Yu-Gi-Oh! Ja, ist nicht dabei. Zeit für ein Duell! Zeit für ein Kreuz! Ja, okay. Ernsthaft? Ich raff's nicht. Tut mir leid. Okay. Dann Problem. Eure letzte Chance. Was haben denn warum? Wieso? Wie kann man dann? Hä? Dann ist es. Oh, jetzt ist die Frage. Oder sind die Leute halt wirklich bei Kinderserien? Ja, und für mich steht Kinderserie. Für mich ist die Frage. Naja, aber Pokémon und Digimon waren ja auch Kinderserien. Nee, aber weil das ist mehr so. Ist schon Teenage. Ja. Okay. Geh jünger. Aber ist es dann. Und kriegen sie es.
Oh, das ist schwierig. Ist das eins? Wurde das als eins gezählt oder ist es. Ich sag die Kickers. Nee. Die Kickers? Nee. Oh, gute Antwort, finde ich tatsächlich. Kickers. Und ich möchte, dass Captain Tsubasa das ein und dasselbe ist. Beides nicht mit bei. Leider hat Flo da recht, das ist euer drittes Kreuz. Du hättest jünger gehen müssen. Noch? Kickers habe ich vor Pokémon gesehen. Dir sagen, Alter. Freunde, jetzt haut nicht zu viele Tipps raus, denn das ist die Gelegenheit für. Ihr habt euch geeinigt? Mhm. Für Team Fantastisch war's. Wir gehen aber nicht so in die mega junge Richtung, sondern wir gehen eher so in die Dragon Ball Richtung. Das hatte ich auch kurz überlegt. Okay, Dragon Ball ist eure Antwort? Ja. Hätte ich nicht, ich wäre voll in Dragon Ball! Voll in Winnie Pooh und so gegangen. Enttäuscht. Leider! Nicht. Ja. Was ist mit euch? Die haben, wenn da jetzt nicht sowas bei ist wie Winnie Pooh, Sandmann und so, weil die Leute wirklich auf Kinderserie gegangen sind. 39 Punkte gehen auf euer Konto damit, die ihr euch immerhin erspielt habt. Aber sie sind dabei noch unter uns. Ja. Ihr führt immerhin noch mit 19 Punkten. Ja. Wir schauen mal, was da noch war. Und Flo hatte schon nicht unrecht, als er sagte, es sind wahrscheinlich auch ältere Serien dabei. Heidi ist dabei. Mit 9 Stimmen. Wir haben außerdem dabei Biene Maya. Ja. Mit 7 Stimmen. Heidi hätte ich nie im Leben, wäre ich drauf nicht das ist drauf. Auch so eine Sache, die vergisst man leider immer wieder. SpongeBob. Ja, auch gut. Ich war noch bei Tick, Trick und Track und so. Aber dadurch, dass Pokémon so geklappt hat, ja. Hätte ich glaube, es ist aber einfach, weil Pokémon so groß ist, dass es trotzdem da drauf ist. Mhm. Ich glaube, das ist das. Ja, aber guck mal, dass ich mit Winnie Pooh reingeschissen hätte, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre safe dabei. Ich dachte wirklich, das wäre dabei gewesen. Ja, das war auch nicht schlecht. Ist immerhin was? Das größte Franchise der Welt? Nein. Das zweite es gehört zu den Top 3 auf jeden Fall, glaube ich auch. Definitiv. Ja. Wir kommen zur dritten Frage. Den Buzzer freigeben. Vielen Dank für den Tipp. Ich wollte dich eigentlich nur streicheln. Freunde, auf die Frage freue ich mich schon sehr, sehr lange, denn wir haben 100 Zuschauer gefragt. Gott. Nennt uns etwas, das explodiert. Ah. Das ging schnell. Was explodiert? Theoretisch wollte ich eigentlich nochmal fragen, jetzt antworten. Okay. Sprengstoff, Entschuldigung. Sprengstoff! Was? Nee. Wenn das nicht auf der Hand liegt, denn das ist die Top-Antwort. Damit geht die Runde direkt an euch. 38 Stimmen sagen, Sprengstoff explodiert. Okay, Leute, ganz ehrlich. Nee, jetzt bin ich mal auf Ollis Auswahl gespannt, tatsächlich. Ja. Meine Auswahl? Ja, das ist meine Auswahl. Wieso meine Auswahl? Ich wähle nichts aus. Das sind die 6 häufigsten Antworten aus der Community. Ich wähle gar nichts aus. Die haben das geschrieben. Ja. Das kann ich euch zeigen. Okay. Kann ich euch zeigen. Bomben. Sehr safe. Ey, komm schon, wenn das nicht safe ist, dann meine ich es. Bomben, denke ich, da haben die Leute eher Sprengstoff geschrieben, ist ein X. Was? Feuerzeug. Ja, okay, Feuerzeug. Schön. Nein, warte. Ich überlege gerade, wie das heißt. Wortfindungsstörung. Was man im Silvester da hochballert. Feuerwerk, danke schön. Feuerwerk, sagt. Du lasse ich gelten, danke. Tatsächlich, denn die Leute haben Böller geschrieben. Das ist für mich Feuerwerk. Nee, 6 eigentlich Punkte. Nicht, aber ja, okay. Ja, doch, das? Böller danke. Und Feuerwerk sind für mich das Gleiche. Was? In der Wertung ja. Keine Debatte, der Moderator hat sich für Scheiße entschieden. Dann hättest du Bomben auch als Sprengstoff, hast du schon gesagt, gelten lassen müssen. Bitte wähle was anderes. Hä, das macht gar keinen Sinn. Wir machen weiter. Okay. Sorry, Digga. Das Problem ist, ich wäre jetzt auf TNT gegangen, weil. Ja. Yeah. Aber es hieß Sprengstoff, habe ich schon gesagt. Ja. Mehr fällt mir auch gar nicht ein. Ich verstehe das. Was explodiert? Meine Hose. Mein Arsch bei der Auswahl von diesen Wörtern, Alter. Das darfst du der Community sagen, nicht mir. Nee. Weil du meinen Arsch, weil du Böller hast, als Feuerwerk durchgehen lassen. Olli, dazu sage ich nur Pyrotechnik. Pyro, ist kein Verbrechen. Okay, ich brauche eine Antwort, Katar. Ja, ich sage einfach TNT, weil mir nichts anderes einfällt. TNT. Dynamite. Ein X für euch leider. Tut mir leid. Das kann ich nicht dabei, damit könnt ihr euch beraten. Wenn dabei ist oder so, kann ich beim besten Willen nicht. Ihr dürft euch beraten und weg. Es hängt an dir. Ja. Was explodiert? Ja. Ich habe mein Kontostand. Unser Subcounter beim Biathlon. Also,
Sprengstoff. Du willst das Diathlon. Nee, müssen wir nicht. Ne? Doch. Nicht. Ach so, okay, gut. Ich habe mich voll gewundert gerade. Ja, mir fällt auch gar nichts ein tatsächlich, was halt noch irgendwie explodiert. Dynamit ist ein Sprengstoff, genauso wie es Nitroglycerin-Sprengstoff wäre. Ah. Sag einfach Nitroglycerin. Ich habe noch eine gute Antwort für euch. Die Hörerzahl beim Podcast Paul präsentiert was? Oh, stark, stark. Dafür gebe ich einen Extrapunkt. Boom. So, 40 für so euch. Nämlich. So, zack. Mhm. Müsst ihr jetzt hochgegangen sein, ihr habt 40. Ja, extra Punkt. So kommen wir ran. Ich brauche eine Antwort. Ja, keine Ahnung. Ich sag einfach Dynamit, keine Ahnung. Dynamit, auch das zählt als Sprengstoff. Euer drittes X ja, an der Stelle. Wir sagen Granaten. Ihr sagt Granaten. Ist leider Sprengstoff. Oder Granate. Granaten sind leider Sprengstoff. Ja, ja, ja. Jetzt habt ihr euch tatsächlich granatenmäßig nach vier Diskutieren hier noch gesichert. Jawohl! 8 Punkte und damit gehen alle Punkte leider, die bisher erspielt wurden, auf euer Konto. Ich vergebe einmal an euer Team die Punkte. Nicht fair. So funktioniert aber das Spiel. Sag mal, außerdem habt ihr 3 rote Xe. Jetzt habt ihr nur noch 0. Olli. Ich habe das einmal korrigiert. Olli. Ich hab's gesehen. Ja. Und dann kann ich den Teamnamen hier bearbeiten? Nee, leider nicht. Also, ich finde das voll gerechtfertigt. Also, Freunde, wir gucken mal, was sonst noch explodieren kann. Warte auf den Tag, an dem ich mit Jay in einem Quiz bin. Ich sage, Feuerzeug ist drin. Das wäre so lustig. Wär so also. Indirekt, Paul, denn die zweithäufigste Antwort war Gas. Okay. Ja, Gas kann explodieren. Ich auch kurz überlegt. Außerdem, was explodieren kann, ist Akku oder Batterie. Da ist zum Beispiel eine Antwort, die ich zusammengefasst habe. Dann schreibe ich das auch so direkt Alter, hin. Leute, ihr Mancher müsst, passt nur nicht zu viel in eine aufpassen, Zeile. Ihr müsst aufpassen, nicht so viel Billigkram kaufen, wenn das unter den Top 6 Antworten. Die sechs häufigste Antwort, die hat mich dann auch gekriegt, weil ich gedacht habe, ja, doch, hätte ich selbst nicht gesagt, aber ich kann es verstehen. Ja, wir wissen ja, mit wem wir es hier zu tun haben. Rote Fässer. Deswegen habe ich TNT gesagt, weil ich das von diesen Comics schon im Kopf habe. Ah. Weil du meintest das TNT von Minecraft oder was? Nee, ich meinte das TNT, was man so Lucky Luke, da stand auf diesen Sachen auch immer TNT so drauf. Deswegen verstehe. Bam. Vorne. Verstehe. Wir haben einen Zwischenstand von 92 zu 58. Hier ist alles noch drin, weil wir noch ganze Menge Fragen haben und jede Menge Punkte hier auf dem Board. Die nächste glänzt tatsächlich dadurch, dass die drei häufigsten Antworten jeweils sehr viele Punkte geben. Sage ich euch jetzt schon mal. Wir haben 100 Zuschauende gefragt. Nenne ein Gewürz, das jeder zu Hause hat. Boom. Das ging an euch. Salz. Salz, sagt Flo und holt sich damit natürlich die Top-Antwort mit 31 Punkten. Die Runde geht direkt an euch. Tut mir leid, leider keine Chance für euch noch hier Punkte zu machen. Es sei denn, das läuft für die letzte Runde. Pfeffer. Pfeffer, sagt Paul. Frage mich, wie du darauf kommst. Natürlich ist Pfeffer dabei. Zweithäufigste Antwort. Warte kurz. Zucker. Das ist sehr süß von dir, aber leider ein X. What? Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Leute Zucker nicht als Gewürz zählen. Als was dann? Das ist eine sehr gute Frage. Bring mir jetzt bitte bei, was als was Zucker gilt. Ich kann nur interpretieren. Stein. Ja, ich glaube, die Leute denken halt anders. Kleine Kristalle. Was hat man denn sonst noch standardmäßig da? Ich sage... Ich bin schockiert. Oregano. Oregano! Da sagt Olli nur Oregano. Was sind... Danke, dass du es schon machst. Nein! Sag mir nochmal die letzten zwei Buchstaben von Oregano. Halt's Maul. Ein X für euch. Damit für euch die Chance. Ihr könnt euch beraten. Also, okay. Ich koche nicht. Ja, nein. Sorry, dann sage ich... Also das Geile ist, wenn Olli jetzt wieder kommt mit Gewürzmischungen sind aber dabei. Nee, ich sag Paprika. Gewürz ist Gewürz. Ich sag Paprika, nee. Hä? Ich sag Paprika. Kannst du die Sorte weiter definieren? Räucherpaprika. Du sagst Räucherpaprika? Ja. Keine Ahnung, hast du das zusammengefasst? Nee, die Nein, Leute weil es grundsätzlich unterschiedliche Sachen sind. Räucherpaprika. Wie? Warte mal ganz kurz. Du hättest jetzt hier einen Unterschied gemacht zwischen Paprika und Räucherpaprika und... What? Räucherpaprika ist dabei, ist ein Punkt für euch. Digga, Alter, da müssen wir nochmal ran. Müssen wir nicht. Da wirklich, ohne Scheiß. Doch,
müssen ein System finden, was irgendwie nachvollziehbar ist, was zusammengefasst wird und was nicht. Das, was ich sage. Was ist okay, wenn sie Oregano nicht nehmen, Räucherpaprika fürs Meme, aber nur der vorletzte Platz ist. Was haben denn die Leute? Na, irgendwas, was wirklich noch jeder benutzt, weil Olli hat gesagt, die ersten drei Sachen geben mit Abstand am meisten Punkte. Ja. Ich benutze fast immer Oregano. Könntest du es nochmal sagen, Paul? Vielleicht ist es dann dabei. Alter, ich bin. Mann, ich tue mich gerade so schwer, weil ich habe so viele Sachen im Kopf. Aber ich habe jetzt total Angst, dass sowas wie. Ich habe extra gefragt. Sind da Mischungen dabei? Ja, Gewürze. Okay, Kräuter der Provence. Kräuter der Provence, sagt Deswegen Paul. Deswegen habe ich gefragt. Ist für mich jetzt nicht, was ich sagen würde, ist kein Gewürz. Ist nicht dabei, euer drittes X. Fuck. Ja. Curry. Ja, das Curry. Hatte ich nach Mischung gefragt. Curry, sagen Curry. Die beiden. Sie, ah, wie fuck. Aus der Pistole geschossen. Ja, ist auch aber auch hier. What the Curry fuck. Nicht was? Dabei. Damit okay. gehen die Punkte. Was? Zumindest gehen die Punkte an uns. Ja. Ich bin gespannt. Dürft Alter, ihr gerne sein. Damit die sind richtig scheiße. Okay, ich Punkte ich möchte noch Estragon und Bohnenkraut pass in den auf, Raum. Freunde. Ich löse das mal ganz kurz für euch vor. Von unten auf. Wir haben ja. außerdem Paprika edelsüß. Nicht wow. dein scheiß Ernst, Alter. Wir haben das außerdem geht gar nicht klar. Knoblauch. Das hätte ich nicht. Ja, okay. Und Freunde, ihr vergesst manchmal, wo wir zu Hause sind. Natürlich haben die Leute Alarmstufe Rauch zu ja, Hause. Ja, das habe ich. Du hast drei Paprika-Antworten da drinne. Ja. Du fasst alles unter Sprengstoff zusammen und lässt drei Paprika-Antworten hier. Ich fasse nicht alles unter Sprengstoff zusammen. Ich habe alles zusammengefasst, wo Sprengstoff drin stand. Du hast auch gesagt, du hast TNT mit dazu genommen. Wenn einer geschrieben hat, zum Beispiel Dynamit-Sprengstoff, habe ich das zusammengefasst. Das war das, was ich gesagt habe. Warum hast du dann nicht Dynamit dazu genommen? Knoblauch. Zucker ist kein Gewürz, aber Knoblauch. Scheinbar schon. Eure Community Gewürz. Hat gesprochen. Ich kann an der Stelle nur noch mal betonen, das sind die Antworten aus ja. unserer Community. Schockiert mich trotzdem. Mich überhaupt nicht. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr Alarmstufe Rauch auf Platz 3 gewählt habt. Ja, ich hab's, hab's mich nicht getraut, aber weil Räucherpaprika so niedrig war. Ja, weil Alarmstufe Rauch besser ist. Ja, ich weiß. Community ist weiß ja das. Auch ich bin sehr stolz auf euch da draußen, Freunde. Ich bin übrigens auch mit unserem Code-Taste Ostmann könnt ihr 10% sparen auf alle Gewürze bei Ostmann. Auch auf unser eigenes Gewürz, Alarmstufe Rauch. Ich muss dazu, Olli kann wirklich noch am wenigsten dafür. Ich bin bloß wirklich schockiert, dass ich partout im Leben nicht drauf kommen würde, was die Leute antworten. Ja. Wirklich nicht. Doch, du hast auf Salz gesagt. Ja. Ja, aber ich bin auch davon ausgegangen, dass, weil Olli, der Teaser war auch so geil, so die ersten drei, ganz klar, hat jeder, sind die meisten Punkte. Salz, Pfeffer, Zucker. Zucker ist übrigens nicht dabei. Es wird witzig, euch. Was du immer so rein interpretierst. Ich habe gesagt, gehen die meisten Punkte. Ja? Nicht hat jeder. Ja, und der Rest war meine Interpretation, die ich gerade geschildert habe. So, Freunde, wir kommen zur nächsten Frage. Es ist jetzt Bergfest. Jetzt heißt es schnell am Buzzer sein. Ich gebe ihn einmal frei. Ich kann nicht hingucken. Wie viele Punkte haben wir? 156 Punkte. Ich wollte das von denen hören, aber danke, Olli. Ja. Freunde, wir haben noch Chancen. Fünfte Frage. Da lautet, wir haben 100 Zuschauer gefragt. Nenne ein MMORPG. Was? Oh, da war die aber ganz schön fix. Wow. World of Warcraft. World of Warcraft. Und es ist ganz klar, die Top-Antwort mit unfassbaren 56 Punkten. Digga, ich zocke eindeutig. Ja, das ist jetzt problematisch. Das ist jetzt richtig mit dabei. Problematisch. Ja. Das könnte spannend werden, denn es gibt noch 5 andere, die genannt werden müssen, damit diese Punkte jetzt auch auf euer Konto gehen. Ja, aber da kennen wir ein paar. Easy Snack. Ja, Katja zockt nicht. Mal ich gucken. Weiß nicht, was MMORPG heißt. Also Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. Genau. Roleplay. Genau. Mit Betonung auf Massively Multiplayer. Das heißt, viele sehr Leute. Viele Menschen spielen gemeinsam ein Online-Rollenspiel. Ein Online-Rollenspiel. Ich bin mir sicher, der Chat glüht. Ich bin mir sehr sicher, der Chat glüht. Ja. Ich sag, ich zieh umarm sie nur. Ja, ja. Ja, weil das ist echt traurig. Weil ich glaube, Katar möchte gerne alle 6 Fragen beantworten. Ja, alle 6 würde ich bestimmt auch nicht zusammenbekommen. Ich aber weiß halt nicht, ob das ein Roleplay ist. Deswegen, ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Was zocken die Kids? Fortnite? Weiß ich nicht. Fortnite? Keine Ahnung, Bro. Was zocken die Kids? Fortnite leider nicht dabei, euer erstes. Aber ganz ehrlich, mich hätte es auch nicht mehr schockiert, wenn es dabei gewesen wäre. Ja, das hätte mich auch gekriegt. Keine Ahnung.
Es ist alles gut. Okay, ich hab dich trotzdem. Kader. Guild Wars. Guild Wars. Ja, das wollte ich gerne sagen. Ich habe das Gefühl, Kata, das ist deine Kategorie Guild Wars die zweithäufigste Antwort. Oh, kann man auch Guild Wars 2 sagen? Aber ich sag's mal nicht. Ich glaube, die hast du zusammengefasst, ne? Oder kriege ich noch Lich King? Ich habe, ich habe natürlich. Okay, die restlichen vier sind die vier Add-ons von WoW. Nein, ich habe, das sage ich jetzt an der Stelle dazu, um Verwirrung zu vermeiden. Ich habe natürlich die Genres zusammengefasst. Ach, und bei Paprika nicht. Cool. Ja, weil Paprika edelsüß und Paprika rosenscharf heißen so und nicht Paprika Teil 1, Paprika Teil 2. Doch, im Prinzip. Heißt auch, es heißt auch nicht World of Warcraft Teil 1, World of Warcraft Teil 2. The Burning Crusade und Wrath of the Lich King. Ja, Burning Crusade ist ja eindeutig World of Warcraft rosenscharf. Ja. Ja, eindeutig. Ja, naja. Nee, burnt halt. Muss man wissen. Burnt. Muss man wissen. Die Sau. Ich weiß nicht, keine Ahnung, Diablo 3. Diablo 3. Okay. Gute Antwort, tolles Spiel, leider nicht dabei. Generell das nicht. Bei euch. Aber, oder war, lag das jetzt an ihrem 3? Was? Okay, ich vergiss meine Frage. Nee, Diablo. Was wäre es denn so eins gewesen? Nein, Diablo ist du ein ARPG. Du heißt übrigens der Podcast von Paul. Ist ein Diablo Action. 3. okay. Kein MMORPG. Boah, keine Ahnung. In dem Sinne. Oh, ich frage mich halt, ich weiß nicht, ob das mit reinfällt, aber so GTA hat ja auch diesen Roleplay-Faktor mit drin. Und es spielen ja sehr viele Leute. Ich weiß aber nicht, ob das speziell die Kategorie ist. Ob das ein MMORPG ist, meinst ja. du? Ob die Leute das gezählt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute das reinschreiben. Ja. Du sagst GTA? Ja. GTA ist Grand Theft Auto, in dem Fall Grand Theft Auto 5 mit dem Online-Modus, dabei oder nicht? Nein, euer drittes X leider, es tut mir sehr leid, weil hier sind 67 Punkte, die erspielt werden wollen. Es tut mir sehr leid. An der Stelle kann ich sagen, GTA hat einen Online-Modus, in dem auch Roleplay gemacht wird, gilt aber nicht als MMORPG und ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute das nicht mit reingenommen haben. Gehen wir mit Star Wars The Old Republic zum Beispiel? Grand Theft Auto ist halt einfach ein... Ich hätte sogar noch ein Final Fantasy. Ja, es ist ein Genre-Übergangsspiel. Ich finde Action-Spiel in erster Linie. Shooter vielleicht. Aber nicht, dass es der Online-Modus, ja. Es ist groß, ich weiß aber nicht, ob es groß ist. Es ist halt einfach Multiplayer-Modus. Ne, es sind ja nicht mehr, also es sind, nicht, guck mal. Ja, es sind nicht mehr so viele Punkte, du hast alle einzeln sein. Alright, ihr beratet euch noch, oder? Multiplayer, ihr seid online. Weil ich hätte, ich wäre so wahrscheinlich sogar in die Old Republic-Richtung gegangen, aber mach mal. Final Fantasy. Final Fantasy. Wurde vor kurzem auch erst wieder gestreamt von ein paar Kollegen, deswegen. Und Final Fantasy ist korrekt die dritthäufigste Antwort. An der Stelle habe ich sogar aufgeschrieben, Final Fantasy 14, weil das einzige MMORPG aus der Final Fantasy-Reihe ist. 14 hat Paul auch gesagt, muss man jetzt. Das sind 8 Punkte auf euer Konto und damit insgesamt eine ganze Shit-Tonne auf Punkte auf euer Konto. Okay, jetzt kann ich es nicht mehr so leicht aufholen. 231 Punkte habt ihr euch schon erspielt. Wahnsinn. Was ist noch dabei? Gute Frage. Natürlich ist EVE Online dabei. Oh, ja, okay. Ja, ist immer da, nie vergessen. Wir haben natürlich auch recht aktuell noch Elder Scrolls Online dabei. Ah. Ja, auch sehr, sehr groß. Dann ist aber Star Wars nicht dabei, oder? Und hat mich auch sehr gewundert. Star Wars wurde, glaube ich, einmal genannt. Und da gab es nur eine Antwort, die drüber war. Und das war tatsächlich Lost Ark. Ah, krass. Echt? Lost Ark, würden sich jetzt wahrscheinlich viele wundern, warum ist Diablo nicht dabei, aber Lost bei Ark... Ultima Online sogar noch, weil ich überlegt habe, wie alt sind sie wirklich? Hat, glaube ich, auch jemand geschrieben, Lost Ark tatsächlich wirklich ein MMORPG und kein ARPG, wie es Diablo ist. Aber nicht so, dass ich das kuratiert hätte, das waren die Antworten der Zuschauer. Und es war hier einfach klar, World of Warcraft einfach gibt fette Punkte, aber es ist noch alles offen. Wir haben erst Halbzeit, das heißt sämtliche Punkte, die jetzt schon erspielt trotzdem wurden, können nochmal umkommen. World of Warcraft, Wrath of the Räucherpaprika hätte ich nicht eingenommen. Das bleibt du. Ich sage euch aber nochmal eine Sache dazu. Es ist nicht so, dass jede Frage insgesamt 100 Punkte gibt, weil wir 100 Leute gefragt haben. Es sind natürlich auch viele Antworten bei, die dann einfach hinten runterfallen. Das heißt, jede Antwort... Er will euch nur sagen, ihr könnt nicht mehr Punkte. Aufhören. Naja, gucken wir mal. Ich sag euch so viel. Ist mit mir fein. In der nächsten Fragerunde haben wir eine ähnlich starke Top-Antwort wieder dabei. Mhm. Das sage ich euch nur mal an der Stelle, denn wir haben 100 Zuschauer gefragt. Ich gebe den Buzzer frei. Danke, Paul. Nennt ein unbeliebtes Schulfach. Au. Wow. Ich glaube, da ist fast jemand gestorben gerade. Tut mir leid.
Nein. Ich muss Mathe sagen. Ja. 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 Flo sagt Mathe. Mathematik, Olli. Habe ich mit allen anderen Schulfächern zusammengefasst? Hast du Leistungskurs und Grundkurs zusammengefasst? Habe ich mit allen Schulfächern zusammengefasst, finde ich gut. Ja, Sekundarstufe 1 habe ich zusammengefasst. Nee, Mathe natürlich dabei, 54 Punkte. Top-Antwort, ja. Die Runde bleibt bei euch. Ja, jetzt nur noch Schulfächer nennen. Ne? Ja, welche Farbe hatte bei euch Mathe? Blau. 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 Grün. Bei mir auch grün. Ich habe witzigerweise genau diese Diskussion gerade erst gehabt mit jemandem, der gerade in die 7. Klasse grün. Kommt. Grün. Und grün. Da fand ich spannend Englisch. Was war bei euch Englisch? Rot. Schwarz. Das ist bei jedem anders. Bei mir auch rot? Ja. Sehr gut. Schwarz, rot, bei ihm war es rot gelb. War bei mir deutsch. Oder gelb. Orange. Gelb ist bei mir deutsch. Englisch. Gelb geht nicht. Nein, gelb geht gar nicht. Gelb ist Geografie. Siehst du, das ist deutsch. Das war bei mir braun, war Geografie, wie die Erde. Nee, das ist Geschichte. Was? Ach krass. Das ist Geschichte. Aber das ist ja ein geiles Thema. Das ist ein mega geiles Thema. Aber, das ist ja übel geil. Aber was richtig noch unbeliebt war, leider, ne, weil viele hätten es lieber gemacht, war Physik. Ja, Physik, leider hat Olli leider bei Mathe rein. Habe ich in Naturwissenschaften. War Spaß. 8 Punkte für Physik. Okay. Oh. Aber ich weiß noch, was ich immer höre. Boah, nee, habe ich gehasst. Ist gar nichts hängen geblieben. Ist Französisch. Ja. Oh, same. Französisch ist. Ich muss hier erstmal die X bei euch dreien wegmachen. Vive la France! Ist nicht dabei? Je ne sais pas, rien ne va plus. Tu as de bonnes nées. Leider ein X für euch. Deine Nippel, Digga. Deine. Okay. Dann bleibe ich aber bei dem Schwachsinn und gehe auf Chemie. Chemie. Als Maul. Chemie. Ich habe... Sasuke. Habe tatsächlich Germanistik studiert und hatte da auch Phonetik und Chemie ist falsch. Ja. Hört auf diesen Mann. Er spricht Wahrheiten. Außer wenn er Antworten gibt, dann ist das zweite X. Was? Okay, wir können es absprechen. Leider wir müssen denken. Dabei. Ja. Sag mal, ist dann, dann ist es Geografie oder Erdkunde? Erdkunde oder Geografie. Und es schmerzt mich, euch sagen zu müssen, dass das auch nicht dabei ist. Ich glaube übrigens, bei Französisch wird das Problem gewesen sein, dass zu wenig Leute Französisch gehabt haben und es damit hassen können. Aber ich bin mir sicher, und da bin ich bei dir, dass jeder, der Französisch hatte, es gehasst hat. Soweit würde ich gehen. Nein, das glaube ich nicht jeder. Eure Chance, tatsächlich. Fuck. Ich sage, ich es ist richtig so, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, aber wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Es gibt hier noch sehr viele eindeutige gute Antworten. So, was sagt ihr? Ihr sagt Deutsch. Deutsch war immer übel. Ich bin Ausländer, okay? Ja, ich habe Deutsch auch nicht gemacht. Viele mochten keine Gedichtsinterpretation. Zweithäufigste Antwort. Ey, was? Und was, damit gehen die Punkte an euch. I can't even, Alter. Ja, dieses Gedichtsinterpretation. Gedichtsanalyse 11. Ja. Genau. Ich hätte auch Deutsch gesagt. Nach Mathe wäre Deutsch bei mir ganz vorne mit dabei gewesen. 74 Punkte also damit Deutsch, auf euer Konto. Deutsch konnte man nur mit dumm rumlabern schon allein 15 ich Punkte. Ich bin voll auf deiner Seite. Wenn du Ausländerin bist, ist das mit deswegen kannst du nicht sprechen, oder was? Doch, schon. Freunde, 15 Punkte Mitarbeit. Einfach nur, habe ich Sie richtig verstanden? Sie wollen wissen, ob... ja, spannend. Ich habe damals so geredet, ja, war gar nicht so lustig mit der deutschen. Ja, noch besser, Lehrerin. Noch besser. Wie, warum 12 Punkte? Kriege ich nicht 15? Hassen Sie Ausländer oder was? Das hat damals noch nicht funktioniert. Das hat damals extrem gut funktioniert. Echt? Okay, schade. Bei mir ich fand ja, es ein bisschen jünger. Das war genau die Zeit, wo du damit richtig den Leuten die Pistole auf die Brust gesetzt hast. Freunde, weiter geht's. Ihr seid auf 99 Punkte rangerutscht. Wir haben natürlich noch drei Antworten, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wir haben dabei natürlich Geschichte. Love Balance. Hä? Ja, natürlich dabei. Bei mir auch. Sport. Ich wusste, das habe ich nicht gesagt. Und etwas, was ich nicht ganz verstanden habe, aber Kunst. Hä? Ich habe es nicht gesagt. In unserer Absprache sind gefallen Sport und Kunst. Ja. Geschichte nicht, aber Deutsch, Sport und Kunst. Ja, weil ich weiß noch ganz viele, ich war so voll Sportlerin und hab's geliebt, aber die anderen so, Ich war auf einer sportbetonten Schule und deswegen habe ich Sport gehasst, tatsächlich. Ja. Weil bei uns waren die Anforderungen an den Sportunterricht waren immens hoch. Ja. Weil wir hatten auch nur Sportler, es war wirklich krass. Ja. Sportbetont heißt auch. Und Kunst halt war scheiße Sportdeutsch. Bewertet. Sportenglisch. Nee, sportbetont hieß tatsächlich, dass alle Deutsch gehasst haben. Ja, weil ihr die Gedichtsinterpretation bei Liegestützen machen musstet. Ja, dann hätte ich ja auch mich aufgeregt. Heute zu spät durch Nacht und Wind. So, okay. Ich gebe den Buzzer frei und wir kommen zur nächsten Frage. Auf die freue ich mich auch schon ganz besonders. Freunde, wir haben 100 Zuschauer gefragt. Wird doch wieder kacke. Nennt uns einen bekannten deutschen YouTuber.
Liv Lloyd. Oh Gott, warum hast du nicht... Paul, warum sehr schnell geantwortet. Nicht, warum nicht mit bei? Warum? Haut Liv Lloyd raus. Das ist Top-Antwort. Nein, das ist natürlich Top-Antwort. Digga, okay. Wir haben unsere Community gefragt. Okay, ich hätte mit wem anders gerechnet. Tut mir leid, aber vielleicht habt ihr nochmal die Möglichkeit, ja. Punkte zu klauen. Ja, ja, ja. Könnt ihr ja hier zum Modus Operandi werden. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob ich wieder so eine Troll-Antwort gebe, aber ich traue mich nicht. Ich sag Rezo. Rezo ist die vierthäufigste Antwort. Dann sag mal Renzo, hat er bestimmt nicht zusammengefasst. Renzo ist Platz 2. Ja. Jetzt ist natürlich, ich muss fragen... Und sein Drittkanal für VODs, den habe ich auch noch drin. Ich mach das jetzt einfach, Dr. Freud. Dr. Freud, und es schmerzt mich sehr. Ist nicht dabei. Okay, wow. Nein, weil ich sage nochmal, wir haben die Frage nicht gestellt nach einem bekannten deutschen YouTube-Channel, sondern wir haben gefragt nach bekannten deutschen YouTuber. Also okay, das heißt, alle, wo mehrere dabei sind, kann ich jetzt schon mal ausschließen. Vermutlich, also das ist das, wie die Leute, haben nicht mehr gelesen, außer diese Frage. Okay, Digga, ApoRed, was geht? Das war seine Antwort. Was? ApoRD, der allerechte Hase, Digga, was los? Der allerechte Hase. Ja. Ist der allerechte Hase dabei? Wehe nicht, Mann. Ich sag mal, da drücke ich auf ganz entspannt einfach das rote X. Oh Leute, Alter, ihr habt mein Herz gebrochen, ey. Wie könnt ihr nur? Hä? Zwei falsche Antworten, damit für euch schon die Möglichkeit zu schauen, was richtig sein könnte. Aber das ist witzig, weil Einzel-YouTuber ist halt richtig schwer, die nicht zu irgendeinem Kollektiv gehören. Also sie können natürlich zu einem Kollektiv gehören, aber es geht um den YouTuber dann an sich. Was? So wie Flo zu Dr. Freud gehört, steht da trotzdem Liv Lloyd. Okay, das heißt aber, okay, dann muss ich das tun. Mach mal. Pete Smeed. Also Pete bitte. Smeed. Ja. Peter Smeed. Ist nicht dabei. Ist leider nicht dabei. Okay. Alles klar, keiner, Digga. Alter, ja, was? Hä? I believe. Ihr habt so schön am Anfang gesagt, denk dran, in welcher Community du fragst. Ja. Die sind natürlich hier... Was? Okay. Ja, Pornhub ist eine andere Seite, Bruder. Oh, was? Wir sagen Julian Bam. Julian Bam. Bitte, ist Julian Bam dabei? Bitte, ist nein. Julian Bam dabei? Julian Bam ist dabei. Damit schnappt ihr euch erneut die Punkte. Ja. Wahnsinn. Hiermit gehen 56 weitere Punkte an euch und euer Konto. Denk dran, in welcher Community du fragst. Also gerade ApoRed hätte ich bei unseren Leuten, dass sie das antworten einfach nur und dabei lachen, hätte ich als Pflichtantwort gesehen. Ich habe das als Spaß eher gemeint, weil sie Dr. Freud hier support, sagen sie Pete Smeed bewusst nicht. Also ach, habe ich nicht gerafft. Habe ich auch nicht gerafft. Freunde, wir haben natürlich noch andere Antworten dabei. Es steht 231 zu 188. Wow. Es ist sehr, sehr knapp. Ist auf Platz 2 Gronkh. Das schauen wir uns an. Wer ist denn auf Platz 2? Ja, es ist Gronkh. Es ist Gronkh. Oh, dann hätte dein Tipp mit, nee, denk an Pete Smeed nicht, weil uns supporten hätte bei Gronkh uns richtig geholfen, darauf zu kommen. Mach aber weiter. Die Leute lieben Gronkh. Wir haben natürlich noch dabei Paluten. Und wir haben natürlich dabei Unge. Was? Macht der noch YouTube eigentlich? Ja, als Reik. Ja? Ja. Als was? Als Reik. Was heißt denn? Heißt der jetzt so, oder? Das ist seine Avatar-Persona. Er ist jetzt VTuber. Was? Ja, er macht jetzt Videos als Reik, als VTuber. Wild. Weil er erstmal nicht mehr vor die Kamera will. Ja. Okay. Wild. Freunde, man lernt hier neue Sachen dazu, sage ich euch. Naja, kann ich wieder in eine... So neu ist das nicht. Für mich schon. Für mich auch. Flo, du musst jetzt Paul ein bisschen jetzt an der Leine halten. Ja, der wird gleich wahrscheinlich losschallern. Mach mal ein Buzzer. Also seid schnell am Buzzer, das könnte jetzt sehr wild werden. Ich meine noch X weg. Ach ja, das triggert mich voll. Ja, du hast völlig recht hier. Dankeschön. Vorne, wir haben 100 Zuschauende gefragt. Nenne etwas, Spannung, Spannung, das mehr als 10.000 Euro kostet. Hubschrauber. Ein Stark, Alter. Hubschrauber. Extrem gut. Richtig ist dabei, gut. Ich habe Helikopter. Helikopter. Ist okay. Helikopter. Aber Helikopter, ihr habt noch die Möglichkeit Helikopter zu antworten und vielleicht schön eine Antwort mit mehr Punkten zu geben. Du hast gebuzzert. Du hast bestimmt, weiß ich nicht. Ach so, eine Insel. Eine okay. Starke Insel. Ist wahr. Ist wahr. Ist wahr. Ist aber safe nicht mit bei. Es gibt viele Sachen, der Ausgleich des Bundeshaushalts. Also, ist eine sehr starke Antwort. Aber die Insel ist leider nicht dabei. Das tut mir sehr leid. Damit geht die Runde an euch. Aber so eine private Insel mal so kaufen. Ja, so. Hast du recht. Aber die es gibt aber auch günstigere Inseln. Ja, das war. Ja, ich finde auch geil, habt ihr das mal von Mr. Beast gehört? Yeah. Der kauft diese Scheißinseln, die keiner haben will, und baut die dann für 1,5 Millionen auf und kann die für 10 wieder verkaufen. Also total crazy.
Ja. Probleme, die ich nicht habe, weil das Geld habe ich nicht. Mhm. Ein Haus. Ein Haus, sagt Flo. Ja, erstmal mit den Essentials. Ja. Und hat damit die zweithäufigste Antwort aufgedeckt. 29 Punkte. Boah. Ein Auto. Ja, ja, ist schon Paul. Klar. Ja, naheliegend, ein Auto natürlich die Top-Antwort. Aber Digga, wann, also ich muss halt nur selber drüber nachdenken und das teuerste Auto, was ich mir wirklich gekauft habe, waren glaube ich 800 Euro oder so, wenn es nicht, also das andere ist jetzt neun. Teuerste Auto, was ich mir jemals gekauft habe, waren 12. Nee, das stimmt nicht ganz, sind 9, aber ist egal. Trotzdem, es waren nicht mehr als 10. Drei Antworten sind noch offen, noch kein X bei euch. Also es könnte die erste Runde sein, wo ihr die Punkte vielleicht auch mal mit nach Hause nehmt. Ja, die Frage ist, haben wir so Marc Gebauer-Fans zum Beispiel auch Sachen gucken? Ich glaube nicht. Ich glaube, bei unserer Community ist so eine Frage wirklich viel essentieller, ja, als man denkt. Hättest du... Okay, pass auf, dann muss ich das jetzt einmal bringen. Wohnung. Ja, das wollte ich nämlich auch wissen. Wohnung! Habe ich leider bei Auto zusammengefasst. Weil ich im Auto lebe. Eigentumswohnung haben wir natürlich mit dabei. 5 Stimmen. Ich möchte jetzt aber auch mein Haus, mein Auto, mein Boot. Oh Leute, ich hätte Paul jetzt gedacht, möchte Frau. Das Boot. Paul, das ist ein richtig smarter Gedanke, das so zu machen, denn tatsächlich ist Boot bzw. Yacht, das habe ich zusammengefasst, 9 Punkte. Och, ach du Scheiße. Das ist jetzt aber hart. Wir haben jetzt 3 Versuche auf das letzte 3 Versuche für eine. Nein, ich antworte jetzt nicht Frau, auch wenn die Aufzählung genauso weitergeht. Ich gebe euch zumindest den einen Tipp, die letzte Antwort kam von nur 2 Personen. Aber pass auf. Ich antworte was mit Frauen zu tun hat. Ich sage Kind. Was? Das ist eine Antwort, die einem auch nur einen Elternteil gibt, glaube ich, tatsächlich, ja. Aber ist euer erstes X. Tut mir leid. Ja, schade. Dann will ich... jetzt ist die Frage. 10.000 Euro ist halt scheiß viel Geld. Jetzt ist die Frage. Ja, frag mal. Schmuck. Ja, glaube ich nicht. Ist da eine Uhr dabei? Weil wenn nicht, also hättest du das zusammengefasst? Er hat bei Helikopter... Nee, Schmuck hätte ich nicht zusammengefasst. Okay. Schmuck hätte ich... Also Schmuck ist mir eine zu große Oberkategorie. Dann möchte ich... doch darauf gehen und sagen Uhr. Uhr. Uhr, sagt der Paul, und das lasse ich gelten, so wie ich vorhin etwas gelten lassen habe. Die Leute haben nämlich Rolex gesagt und das lasse ich als Uhr gelten. Ja. Boom, 2 Stimmen. Alter, haben wir ein Schwein, das ja Auto hat und da nicht jetzt irgendwie Audi steht oder so. Nee, das war ja, die Leute haben es geantwortet, genau. Ne? Aber krass. Das ist wahr. Damit habt ihr tatsächlich komplett gelöst und kriegt damit auch unglaubliche 92. Heißt das, machst du öfter? 92 Punkte gehen an euer Konto hier. Stark. Aber es ist noch alles drin. 323 Punkte, 188 Punkte. Es ist noch das alles kann, drin. Wenn ihr die nächsten beiden alles Runden, richtig machen. Wenn ihr jetzt die nächsten beiden Runden rockt, Punkte könnt ihr das noch aufholen. Dann hören wir auf. Ja. Nächste wir Frage haben noch 2 Fragekategorien, haben wir nämlich offen. Welche vielen Dank, Paul. Vielen Dank. Wir kommen auch direkt zur nächsten Frage, die ich tatsächlich sehr lustig fand. Oh Gott. Ich hab immer Angst. Die ist wirklich, wirklich gut. Ich werf ihn auch einfach mit dem Dartpfeil gleich. Warte auf die letzte. Die letzte Fragekategorie wird richtig diskussionswürdig, aber ich möchte bis dahin von euch wissen, was 100 Zuschauer gesagt haben, als ich gefragt habe. Nenne eine Frisur. Oh Gott. Bob. Das muss, ja, okay. Bob! Damit ist bei mir auch das durch. Das ist leider ein männlicher Vorname, Quatsch. Das habe ich nicht gelten lassen. Damit ist das Bob Thema bei mir auch einfach ist durch. Ist die zweithäufigste Antwort tatsächlich. Oh my fucking God! Wollen wir dann... Das heißt, ihr habt noch die Möglichkeit. Der Hass ist riesig gerade in mir. So. Nee, ich, ja, von mir aus, aber ich hätte was anderes geantwortet. Ja, was denn? Was denn? Das kann ich, wenn ich das jetzt sage, das ist auf jeden Fall dabei. Also, nee, streng genommen müsstet ihr wechseln, aber ist okay. Mache die ganze Zeit so, das passt. Ihr dürft euch beraten. Da. Sag! Ja? Mach! Aber ich weiß nicht, ob das als Frisur zählt. Ja. Oh! Vielleicht zählt es auch als Penis, keine Ahnung. Was? Okay. Bist du soweit? Ich bin bereit, ich hab Ich möchte Pferdeschwanz-Zopf. Pferdeschwanz-Zopf ist übrigens auch ein fantastischer Zungenbrecher. Sag das mal 3-mal hintereinander. Ja, nein. Pferdeschwanz-Zopf. Das ist nicht leicht. Nee. Aber ist dabei mit 6 Punkten. Ja, ist nur nicht. Die potenziell auf euer Konto gehen, das ist eure Runde. Ich hätte meinen absoluten Oberhass. Ich hätte jetzt Dutt gesagt. Ja, da ist er der schon. Der Dutt.
Fick, Scheiß. Ist den habe ich vergessen. Der Dutt dabei? Den habe ich vergessen. Nein, denn unsere Zuschauer sind schlau und wissen, ein Dutt ist keine Frisur, sondern ein Verbrechen. Exakt. Exakt. Danke, Oliver. Sagt das einer Ballerina, dann können wir weiterreden. Ja, sage ich. Dutt jeder, leider nicht dabei. Leider nicht dabei. Oh, ich habe noch was. Ich habe noch was. Ihr seid aber dran. Pony. Ein Pony. Das ist ein Pferdkater. Sorry. Ein Pony. Wir haben das. Ein Pony ist nicht nur Teil einer Frisur. Wieso ein X leider auf euer Konto? Ihr habt nur noch eine Chance. Ich glaube, also ich würde jetzt Flechtfrisur sagen. Ja, da ist sie schon. Flechtfrisur. Flechtfrisur. Habt ihr Flechtfrisur gesagt, Freunde? Ihr wisst es im Chat. Leider nein! Oh. Die Flechtfrisur ist auch nicht dabei. Oh, Die sind raus. Was? Ja. Wir wollen das von. Leg dich nicht mit Zorn an. Wie heißt die Frisur? Nee, ich hätte was ganz anderes genommen. Was wolltest du denn? Weil wenn die ersten Leute, das erste, was Leute sagen, ist Bob. Weil dann sag ich, dass die Leute haben vielleicht auch einfach. sind in die Afro-Richtung gegangen. Okay, ist dein Turn? Was willst du sagen? Föhnwelle? Nee, ich meine den. Wie hat er den denn genannt? Den Avavillon. Der hatte doch einen Namen. Niemand weiß, wie das doch heißt und keiner kann es schreiben. Doch. Paul Mitchells, bla bla bla. Ich würde Afro sagen, ganz ehrlich. Okay, ja, mach. Weil was ist eine Frisur? Weiß ich nicht. Curly. Nee, ich glaube, ich weißt du, was eins. Ich glaube? Ja. Surfer. Ich weiß, wie das aussehen soll. Surferfrisur, alles dann was. Dann Undercut. Nein, nein. Ja, das ist gut. Das ist gut. Okay, ja. Wollt ihr euch jetzt einigen auf eine Antwort? Ja. Oder nicht? Undercut. Ihr sagt Undercut. Ja. Ihr könnt euch sehr freuen, dass ihr noch mal ein bisschen diskutiert habt, Freunde, denn der Undercut ist. Nicht dabei. Dabei. Okay, ich hätte es. Er deckt sich nur nicht auf aus irgendeinem Grund. Er ist dabei mit 7 Stimmen. Da ist er. Boah, das sind unsere Punkte. Haben sie euch leider geklaut. Aber was ist noch dabei? Das sind die scheiß Top-Antworten. Damit gehen die Punkte erstmal auf euer Konto. What? Ein Top-Haarschnitt. Top-Schnitt. Oha. Ist Fukuhila dabei? Oha, Fukuhila wäre das. Das wär's gewesen. Ist das die Top-Antwort? Das wär's gewesen. Das ist die Top-Antwort. 32 Stimmen. Sehr eindeutige Top-Antwort. Ich wäre nicht drauf gekommen. Nee, außerdem dabei. Der Irokese. Ja. Ich wusste es. Ich habe mich nicht getraut. Und Gott, ja. Fukuhila und Irokese. Wie immer getraut. Die sechshäufigste Antwort. Ich muss immer lachen. Sechshäufigste Antwort ist meistens ziemlich witzig und so eine Sache, wo man denkt, so, ah ja, doch, ja, doch, irgendwie schon. Ja, kommt hin, Glatze. Ja, macht auch total Sinn. Ja. Ja, okay. Wahnsinn. Ich finde es sehr egal, wie ich auf Fukuhila, Irokese und Glatze einfach nicht gekommen wäre. Nee, wäre ich auch nicht gekommen. Aber wir brauchten ja auch nicht. Der Undercut hat ja gereicht. An der Stelle stimmt das. Wir kommen zur letzten Frage und ich sag euch gleich dazu. Ich betone nochmal, das sind die Antworten, die die Community gegeben hat. Oder? Ich glaube, es gab zu viel. War ein Tick zu viel, oder? Ah, 2 Punkte zu viel. 2 Punkte zu viel. Kannst ich kann euch 2 Punkte abziehen, wenn danke ihr möchtet. Ja. Nur fürs Bild. So, 2 Punkte wir abgezogen. Dazu bekommen. Die kriegen die anderen dazu, damit seid ihr bei 190. Ja, und damit, ihr könntet jetzt doppelt oder nicht spielen, könntet ihr gewinnen. Nee. Wir wollen ja die Punktzahl so behalten, also ist eure Antwort. Wir gehen raus. Dann möchte ich von euch wissen, was 100 Zuschauende geantwortet haben, als ich sie fragte. Nennt ein unbeliebtes Musikgenre. Schlager. Schlager, sagt der Flo. Und hittet direkt die Top-Antwort. Ja. Mit unfassbaren 49 Punkten. Das ist noch nicht World of Warcraft-Niveau, aber fast. Boah, was mögen denn die Leute so ganz wenig? Ich sage, obwohl ich es nicht nachvollziehen kann, möchte ich gleich dazu sagen, Country. Country! Ich kann mich erinnern, dass Country auf jeden Fall dabei war. Aber nicht häufig genug. Also da wir eine sehr diskutable Musikgeschmack in unserer Community haben und mir das auch im Herzen wehtut. Ja, sag es. Ich aber immer wieder damit konfrontiert werde, leider Gottes, was wirklich ein Ding ist, worüber wir reden müssen. Aber es ist auf jeden Fall Rap dabei. Rap, sagt steht Flo. Rap, Schrägstrich Hip-Hop. Ja. Habe ich zusammengefasst? Wer hätte es gedacht? Gut, ne? Ja. 9 Punkte gibt das an der Stelle. Ich möchte es einfach sagen. K-Pop.
K-Pop, sagt Paul. Digga, hören echt viele Leute gerne. Hören ja, echt viele Leute aber ich glaube, gerne. Es hören auch ganz, höre, ganz viele höre Leute jemanden Schlager meckern. Gerne. K-Pop ist ganz knapp mit, oh, mit dabei. Ganz knapp mit dabei. Okay. Ja, dann gehe ich mal. Jetzt ist die Frage, wie sehr hat Olli zusammengefasst? Weil ich weiß nicht, ob Leute sowas wie Gabba sagen oder ob Leute einfach Techno sagen. Aber ich glaube, vielen Leuten geht so Elektro richtig auf den Sack. Jetzt hast du aber drei verschiedene Sachen. Ich will das nur mal ausloten, weißt du? Aber ich sag aber Techno einfach. Techno. Ich beantworte dir die Vielleicht Frage hätte ich Hardstyle so. Hardstyle sagen sollen. Ich hätte, glaube ich, Techno und Gabba hätte ich schon getrennt, wahrscheinlich, weil es schon sehr unterschiedlich ist. Aber nein, ist leider nicht dabei. Mhm. Aber damit Gabba die Möglichkeit, dabei. Ihr könnt euch schon beraten, weil ihr könnt immer noch gut abschneiden. Okay. Ich habe keine Ahnung von Musik. Yeah. Einfach weil es nerven kann. Ja. Mit J. What? Ach so, ja, super unangenehm. Das ist wie ein Reis. Super unangenehm, du hast vollkommen recht. Okay. Keiner mag es. Alle, die das mögen, sind nur... Bornierte Wichser, um genau, auf den Punkt zu bringen. Wichser. Und wollen weiß auch, worüber ihr redet, wollen ohne nur dass so tun, als ob sie irgendeinen Geschmack hätten, haben sie aber nicht. Außer die, die es erfunden haben. Großartige Menschen. Jazz. Jazz. Schrägstrich Free Jazz. Jazz ist mit dabei, yes. Aber auch nur eine Stimme mehr als K-Pop. Wir können Jatz. Ja, noch zwei Jahre. Da sind noch zwei offen. Ja, aber die haben auch nicht, die haben irgendwas zwischen 9 und 3 Stimmen. Ja, ist in der Tat korrekt. Und zwar, warte ganz kurz, ich muss so dumm fragen, ob Schlager und Volksmusik zusammengefasst worden wären, ob du mir den Tipp geben kannst. Hätte ich zusammengefasst. Okay, dann sage ich trotzdem... Übrigens alle ein Scherz hier, ne? Naja, man muss ja versuchen zu denken, was Leute warum hassen. Natürlich entspricht das nicht. Ich hätte ja sonst niemals Rap gesagt. Ja, nein, ich meinte, dass sie auch in unsere der Vorrede mit bornierten Wichsern... Jazz hören nur bornierte Wichser. Das ist wirklich ein Spaß. Zum Beispiel E-Jazz oder Elektro-Swing und so ist übelst geil, jetzt mal ohne Scheiß. Richtig geile Musikrichtung. Ja, Swing mag ich auch. Ja, aber wie gesagt, auch gibt's so... Gibt's einen tollen Club in Berlin. Wenn du so Lounge-Jazz und so... Fassen dich ständig an, aber es irgendwie... Wenn du so Lounge-Jazz und so hast, ist richtig geil. Ja. Aber die Musik, das ist voll gut. Nee, so krass sind die Leute nicht, oder? Ich weiß es nicht. Brauch eine Antwort. Ja, ist jetzt auch... Warte mal ganz kurz. Und zwar, wie heißt denn das? Ja, heißt, ich suche ein ganz bestimmtes Genre. Eins, was nur existiert, um Leute abzufacken. Das hat einen Namen, es ist aber nicht Dreitonmusik. Aber das hat einen Namen. Und nur Disharmonien gespielt werden. Das ist ein Genre, was du meinst nur Jazz? Du meinst aber nicht eine Kakophonie. Doch, es ist ein Genre, was wirklich nur dafür da ist, Leute abzufacken. Und es hat einen eigenen Namen. Sowas, was das Portsmouth Symphony Orchester spielt, zum Beispiel. Disharmonie-Shit. Aber ich sag jetzt einfach, weißt du, was ich sage? Ich sag Blasmusik. Blasmusik. Egal. Blasmusik ist... Der Chat muss mir das nachher unbedingt nochmal beantworten, dabei. Was ich meine. Okay. Ihr bleibt wär vorerst bei 360 Ich wäre auf nichts mehr gekommen, bin ich ehrlich. Ja. Eurodance. Okay. Nee, also, glaube ich nicht, dass das eure nicht Chance, die Punkte traut. Zu klauen. Unsere lange Analyse hat ergeben, dass viele Leute Klassik nicht mögen. Also klassische, Musik. Ja. Klassik. So Beethoven und sowas. Das ist eine gute ist Antwort. Eine sehr gute Antwort. Das ist dabei. Ihr snackt euch nochmal schön perfekt. Punkte aufs Konto. Und zwar 68 Punkte auf euer Konto. Die gebe ich euch jetzt auch. Hätte nicht gedacht. Damit haben wir einen Endpunktestand von 258 Punkten zu 360. Es war knappe Kiste hier an der Stelle. Eine Antwort war noch offen, die mir persönlich auch sehr weh getan hat. Wehe. Aber ich habe es gesagt. Oh mein Gott. Der Hätte ich mich in unserer Community nicht getraut zu antworten. So, an der Stelle möchte ich das auch mit einem Zitat beenden. Metal will live on. So. Ja.
Freunde, das war wunderschön. Danke, Oliver. Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Freunde, wenn dem so sein sollte, dann schaut gerne mal bei uns auf dem Kanal vorbei. Wir haben noch mehr Quizformate bei uns. Außerdem gibt es das regelmäßig bei uns freitags in der Morningshow live auf twitch.tv/drfreud live ab 9.30 Uhr. Schaut auch gerne mal bei unseren Gästinnen vorbei. BG Katja und Katazuri auf Twitch sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Und schaut auch gerne bei uns vorbei. Wir sind Dr. Freud. Ihr seid schon auf unserem Kanal. Ihr guckt jetzt einfach noch ein Video. Bis gleich. Twitch-Chat, ihr wart klasse, glaube ich. Hallo. Wir haben nichts von euch gelesen, Twitch-Chat, aber gut. Ja, Twitch-Chat, muss ich gleich nochmal sagen. Seit Minute 1 vom Quiz sind wir offline, oh. Ja. So, ich steck wieder um, dass ihr drüben den Chat seht. Ja. Wobei, den Chat seht ihr noch, ne? Nee, ja, den Chat doch, den Chat sehen wir noch. Aber ich steck trotzdem mal um. Stecken Sie um. Welche Art von Musik habe ich gemeint? Zwölftonmusik? Kann sein, ja. Wer Metal zu schlechter Musik wählt, ist Schmutz. So. So? Genau so. Team Freud 360 Punkte, das war doch gescriptet. Ja, war's ja, ja auch. Ihr wart, wir haben ja, ja 362 Punkte gehabt. Ihr wart live dabei, als wir es runter korrigiert haben. Aber die eine Runde habt ihr richtig gerockt, wo wirklich alle Fragen hattet. Ja, alles über 10.000 Euro, gar kein Problem. Ja, ich habe keine Relation dazu, ich habe noch nicht so viel Geld gesehen. Das ist einfach Pauls, ja, aber du weißt ja, was zu teuer ist. Pauls Shoppinglist. Unsere Uhrzeit. Paul, rutsch noch ein bisschen ran, ich komme gleich zu euch. Sagt 5:12 oder so. Also kommst du neben uns. Hier, also ich hatte hier Platz für dich zwischen uns. KDW Paul regelt. Ja. Hi. Hi. Einen Flyer gekriegt. 11:54 Uhr. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk gekriegt. Nice. Das war wild. Das war vor allen Dingen auch so, da hinzukommen. Da war so eine super, da war einfach du musstest hin. Ja, gab's vor Ort, weil ich konnte mir was aussuchen. Die hatten da so ein, dann war ich noch nie nicht da. Nicht dein fucking Ernst, kam ich in so einen Schrank, also da haben sie so einen Schrank aufgemacht und haben mir Sachen zum Aussuchen gegeben. Und ich habe mich für eine, für so eine Reiseschüssel entschieden. So eine KDW-branded Reiseschüssel mit so Deckel und extra Besteck und so weiter und so einem Gummi. Da kannst du dann die Suppe drin halten. Ja! Fand ich irgendwie witzig. War das, wenn du aus dem Fahrstuhl kommst, rechts zum Support? Ich erinnere kurz und dann da hinten die Schrankwand. Genau. Bam! Ich habe vor kurzem eine Karte angemeldet, wegen meinen Eltern. Ich wollte keine, aber sie wollten eine. Hieß es Katja. Ja. Du bekommst sie jetzt. Okay. Ist gut. Deswegen war damit ich wissen da. Aber deine Eltern, wenn sie darauf angemeldet sind, immer was für was du ausgibst ich vor Ort. Ich gehe nicht im KDW einkaufen. Dann ist die Karte wirklich total sinnlos. Ich weiß. Wir gehen da nur zusammen hin. Das KDW freut sich aber über deine Exakt. Yay! Es macht auch Sinn. Also ich finde, es macht auch Sinn. Sie haben mich auch zu Kaffee und Kuchen eingeladen, aber da habe ich noch keine Zeit für gefunden. Kaffee und Kuchen. Das an. Deswegen habe ich das nicht geantwortet, weil die Metal-Diskussion ist immer noch. Ja. Ich war auch sehr enttäuscht, tatsächlich davon zu lesen, dass so viele Leute Metal geschrieben haben. Ich war aber das, warum? Was ich mit ihr das besprochen hatte. Ich habe gesagt, entweder Klassik oder Metal. Schön, dass du da bist. Ich habe eine Idee. Warum warst du enttäuscht? Ich bin auch nicht enttäuscht, dass Leute Rap reingeschrieben haben. Nein, ich glaube, die Leute, die Metal geschrieben haben, sind jetzt kommt selbst gleich von den ganzen Metalheads, ja, weil Rap scheiße ist. Nee, pass auf, ich glaube, die Leute haben Metal geschrieben, weil Metal, sie hören selber Metal und haben dadurch die Erfahrung gemacht, wahrscheinlich meistens in ihren Familien, dass sie sagen, ist ja total nervig. Und vielleicht hat diese Assoziation gereicht, dass die Metalheads oft aber das Metal ist doch exakt haben. Die gleiche Assoziation, die Flo hatte, ja, weil er das selber das erlebt. Ist wie bei Rap. Du kannst mir doch nicht erklären, dass man Leute wie zum Beispiel einen Haftbefehl und dann jemanden wie einen Art oder so nebeneinander stellen kann. Nee, das ist schon so richtig. Wo der eine halt sauaggressiven Assi-Rap macht und der andere, oder jemand wie Captain Peng oder so, der andere erzählt lyrisch Geschichten, unterlegt von einem Beat. Das ist halt, in Genres nun mal das Problem. Es gibt auch wunderbare Metal-Musik, die tolle Geschichten erzählen, und es gibt auch echt problematische Metal-Musik. Es gibt auch Leute... Wegen Hip-Hop gegen Metal. Ey, ganz ehrlich, wie kann man denn drauf sein? Warum darf ich denn nicht beides hören? Ich zum Beispiel höre beides. Ich habe in einer Playlist, neben, was weiß ich, Wage War plötzlich Contra K laufen. Gut, ich höre nicht Contra K, das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Weil du ein offener Mensch bist und die Welt mit offenen Armen embraced. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Er mag einfach nur beide Musikrichtungen. Stimmt, alles andere ist Quatsch. Aber da würde mich interessieren, Katja und Katja, eure Lieblingsmusikrichtungen, habt ihr welche? Metal,
Sie hat ein Iron Maiden-Shirt an. Ich mag Musical-Musik. Aber ich fand es auch sehr witzig. Ich war vor kurzem mit Katja zusammen auf einem Konzert von Aoife. War meine erste Battle-Erfahrung. Wow. Es war slightly overwhelming. Wie viele Leute waren da? Oh, keine Ahnung. Also viele, aber keine Ahnung. Also es war keine große Konzerthalle, sondern... Clubkonzert, so, ja. Ja, war so ein bisschen kleiner als hier. Aber das ist cool. Also wenn das dein erstes Metal-Konzert war, dann gleich ein Clubkonzert, ist halt eine coole Sache. Also dann hat man... Das war krass. Ja, ist krass, aber dann hat man nicht so... Ja, ich finde das auf großen Konzerten erstmal Metal kann sehr schwierig sein mitunter. Weißt du, wenn dann so irgendwie die Leute anfangen mit ihren... Mit der Deathwall? Die gab's da auch. Ich bin da reingehüpft. Die gab's da auch. Ich bin da reingesprungen. Ich hab's gesehen. Das war so gut. Das war so gut. Meine letzte war bei Knorkator gewesen. Da bin ich dann auch für 2-3 Songs bin ich voll nach vorne. Und einmal, ich mag das ja tatsächlich gerne, einmal einfach Schalter umlegen, nach vorne gehen, 10, 15 Minuten komplett auspowern, einfach nur Krawall. Ja. Und dann mit zerrissener Kleidung und Blut überströmt wieder rausgehen und sich gut fühlen. Ich weiß nicht, warum, aber ich mag das. Das war mein erstes Mal da reinspringen und es hat so Spaß gemacht einfach. Ja. Es war fantastisch. Das ist immer so geil. Also zwei Sachen sind mir gerade aufgefallen, die ich richtig geil fand. Der erste Hot Take von wegen, trägt ein Iron Maiden Shirt und wird gefragt, was ihre Lieblingsmusik ist. Leute, ihr werdet schockiert, wie viele Leute zum Beispiel ein Nirvana-Shirt tragen und keinen Plan haben, wer Kurt Cobain ist. Ja. Grüße gehen raus an eine aus meiner Community, Alinsky, die so ein Cappy hat und nicht wusste, wer das ist. Und was ich übrigens auch sehr geil finde, ist, weil die Leute immer sagen, so nur Schlager gehört verboten. Schlager, Schmutz, Schlager, das absolut Letzte. Schlager ist top. Nur kleiner Tipp, wenn ihr euch Schlager anhört und ihr habt so Leute wie... Vanessa Mai oder hier Eli, bla, wie die nicht alle heißen und so weiter und so fort. Leute, das ist nur deutschsprachig, ansonsten ist das dasselbe wie Taylor Swift. Ja, oder 1:1. Britney Spears oder hast du nicht gesehen, nur dass es da eben aus den USA kommt. Das ist 1:1 der Popschlager, den du hier in Deutschland hast. Ich möchte ein T-Shirt, wo drauf steht Nirvana, das ist doch diese Marke aus dem Primark. Das finde ich gut. Sehr gut. Übrigens, ja, jetzt möchte ich nochmal erwähnt haben, Iron Maiden, weil wir jetzt so viel über Iron Maiden geredet haben, Top-Band, wer sie von euch nicht kennt, hört gerne rein. Die haben echt gute Songs gemacht. Ja, Geheimtipp auch. Totaler Geheimtipp. Naja, heutzutage ja schon wieder fast. Nirvana könnt ihr euch auch mal anhören. Und, ey, falls ihr euch für Rock interessiert, pst, Rolling Stones haben mal ganz ein paar Lieder. Ja, das stimmt. Ich hab letztens ein geiles Meme gesehen, da war einfach nur, da lief diese Stelle, wo Kurt Cobain die ganze Zeit singt, dieses I don't have a gun. Und wie einer so vom Greenscreen davor kommt und sagt, nowadays we know that's a lie. das stimmt. Einer hat gerade geschrieben, Run to the Hills, bester Song, ist wahr, wirklich. Und vor allem, wenn ihr euch den Text mal von diesem Song gebt, merkt ihr erstmal, das finde ich immer toll, wenn Bands dann so krass Stellung beziehen, wie anti-amerikanisch dieser Song ist. Genauso wie, habe ich neulich gelernt, Bruce Springsteens Born in the USA. Kennt ihr, ne? Sorry, was? Bruce Springsteens, ja. Born in the USA, kennt ihr. Ja, klar. Und der wird immer gespielt und denkst du, ja, USA, ja, beste Land. Dieser Song ist inhaltlich die größte Beleidigung für die USA, die du überhaupt schreiben kannst. Das ist total krass. Aber die meisten Leute reihen das nicht, weil der halt das nicht so ganz direkt gemacht hat. Aber ist wirklich, Born in the USA ist nicht so ein Abfeiern von USA. Aber für die Rieke, hallo, schön, dass du da bist. Diese junge Dame übrigens und diese junge Dame da drüben gehen gleich Ariel gucken. Ja. Naja, nicht gleich heute also Abend. Heute Abend. Heute Abend. Gleich. Alter, das ist auch ein guter Kommentar. Ist mir mal aufgefallen, dass der Sänger von Foo Fighters ohne Bart aussieht wie der Drummer von Nirvana? Was? Nein. Witzig. Den Zusammenhang würde keiner sehen. Was aber gut, ist denn Baby-Metal? Bei den Amerikanern japanischer... Wow! Nein, wir bitte gucken jetzt nein. Bitte Baby-Metal. Also zumindest, wenn der Stream offline ist, damit wir nicht geclaimt werden. Aber du kennst Baby-Metal nicht? Gimme Chocolate? Okay, Kada, wir müssen dein Leben verändern. Okay, ich bin bereit. Aber Baby Metal heißt aber auch das Genre als solches, ne? Nicht nur die Band. Band heißt, ja, Juli, ich glaube nicht. Echt? Um deine Frage mal zu beantworten. Nee, ich glaube nur die Band heißt so. Wahrscheinlich Cute Metal oder so. Oder Made Metal. Kawaii Metal, ja, wahrscheinlich das. Kawaii Metal. Okay. Ja, Baby Metal macht gute Sachen auf jeden Fall. Und live sind die auch echt stark. Ja. Bist du denn jetzt traumatisiert, Kater, nachdem ich dich zum Metal-Konzert mitgenommen habe? Ja, okay. Offensichtlich ja. Also,
Ich bin hingegangen, um Leute zu treffen. Ja. Das war sehr schön. Ja. 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 ich fand es ein bisschen laut. Ja. Ernsthaft? Jugglefred, ja. Ja, bald. Die sind übergangsweise. Schade, ich habe schon kurz überlegt. Wir haben da schon eine lustige Idee, aber dazu später mehr. Ja, wir machen daraus ein witziges Format. Ich würde noch mal für die Leute mitkommen. Nee. 3 Tage. Leute treffen im Moshpit. 3 Tage. Ja. Ist mir auch schon passiert. Mir passiert das übrigens im Moshpit, oder sagen wir mal so, als Mann hast du ja selten die Situation, dass du auf einem Konzert bist und jemand kneift in den Arsch. So. Ja, nee, das erlebst du als Frau wahrscheinlich sehr viel häufiger. Ja. Aber mir ist das, also ich habe eine 50-50 Chance, dass mir das in der Moshpit passiert. Und zwar wirklich so, dass ich mich dann umdrehe und denke so, Digga, wer hat denn die Eier gehabt, das zu machen? Und dann steht da meist halt eine Frau, die da auch so breit grinsend dasteht und mich dann anguckt und denkt so, hab ich gemacht? Und ich denke so, okay, I guess. Okay. Also wirklich, mir schon... Ist mir schon musst du umdrehen, sofort eine Verfassung. Ist mir 3-4 Mal schon passiert. Ist nicht okay. Ist nicht okay. Ich finde es in der Situation, lache ich dann halt. Ja, aus der Nummer kommst du ja bekanntermaßen auch gut raus. Ich habe ja eine andere Ausgangssituation in der Situation. Deswegen kann ich drüber lachen. Aber mir ist das wirklich in Moshpits schon so oft passiert, dass ich mir denke, ist das ein Ding in Moshpits? Also weiß ich das nur nicht. Aber ist in den Arsch kneifen so ein Ding in Moshpits vielleicht? Keine Ahnung. Es sollte kein Ding sein. Nee, eigentlich nicht. Erstmal, also da geht nur Schulter an Schulter. Vielleicht noch Kopf an Kopf, um richtig hart unterwegs zu sein. Wobei, ich mache eine Ausnahmeregelung. Wer mich im Moshpit trifft, darf mir in den Arsch kneifen. Okay, jetzt ist es bei Olli okay. Bei mir ist es okay. Ihr habt hier meine... Aber nur, wenn derjenige dich auch hier aus dem Internet kennt. Der oder diejenige. Ja, ja. Sonst weiß er ja nicht, dass das okay ist. Ja, naja. Aber das heißt, du gehst jetzt jedes Mal, wenn dir das passiert, musst du zu der Person hingehen und sagen, und? Kennst du mich? Hä? Folgst du mir auf Social Media? Ah ja. Das ist dann immer nur traurig, wenn du keinen Arsch in der Hose hast und Leute sagen, oh sorry, ich hab dir den Oberschenkel gekniffen. Aber dein Arsch ist schön, Olli. Danke. Gut. Achso, es wurde übrigens gefragt, ich werfe das jetzt einfach hier in den Raum, damit vielleicht die Person zuschaut und wir uns jetzt einheitlich darüber live unterhalten haben. Es gab jemanden, der sich super gerne von uns dreien die Unterschrift tätowieren lassen würde. Bin ich nicht so ein Fan von. Immer. Wovon? Von uns. Also unsere Autogrammunterschrift. Ach so. Unsere Autogrammunterschrift. Also tätowiertes Autogramm. Ja, also nicht, dass wir das tätowieren, sondern dass wir das so schreiben, können wir nicht, dass es tätowiert werden kann und der Person zukommen lassen. Können also wir nicht so ein altes Foto von uns nehmen und es macht einer so ein ganz schlecht? Kennt ihr diese Tattoos? Ja. Ich find's auch spannend. Ich bin erstmal für die 360, aber ich bin auch nicht... Ja, die 360 finde ich gut. Ihr tätowiert euch die jederzeit und immer wieder. Ist wahr. Aber... Davon könnte es auch mehr werden, einfach. Genau, einfach nochmal drüber tätowieren. Ganz viele, ja, überall. Ja, man muss das ja an der Stelle, muss man sagen, ja, tätowiert euch die 360. Muss deins? Nee, ich mach das nicht. Warum nicht? Ich mach generell keine Tattoos. Okay. Also, wenn ich nur ein einziges Tattoo hätte, wäre ich schon längst damit durch. Aber ich habe ja auch nicht das Loot für die Welt-Tattoo zum Beispiel. Ich bin da einfach konservativ. Habe ich gesagt, er soll sich einfach die Fußsohlen machen. Tut das wie? Es geht. Woher weißt du das? Es geht. Ich hab überlegt, ob ich mir immer wieder so ein Aufklebetattoo mache. Da gibt es ja die Dinger, die. Gibt ja so neue. Wochen oder 8 Wochen oder so halten. Da gibt es das ganz, ganz neue. Ja, ich hatte auch überlegt, hättet ihr, jetzt mal ernsthafte Frage, ich muss ja wieder nur Geld verdienen, Interesse daran, 360er oder Dr. Freud Aufklebetattoos oder so, hat der Chat da Interesse dran? Sollte man mit den Leuten mal reden? Ja, aber es ist eigentlich reden. Eine smarte Idee, ja, wenn ganz ich kurz, auch zwei Tagestattoos warte, 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 warte. One step further. Auf Messen tätowieren ist an sich kein Ding. Ihr tätowiert auf Messen, nee, um Leute. Gottes Willen, aber... die Möglichkeiten für die Polaris. Ein Profi bei uns am Stand? Der einfach einen Tag lang... Was kostet das? Fuffi pro Person ungefähr, wenn es teuer wird, 80 Euro für so eine 360. Kann auch ein Huni kosten. Kommt ultra auf den Tätowierer an. Kommt ultra auf den Tätowierer an. Aber mit einem Fuffi bist du so nicht ganz shady, bist du mit aber dabei. Aber es ist an sich eine geile Sache
also ich finde die Sache an sich cool. Das ist ein Blickfang auf jeden Fall, wenn die Leute sich an einem Stand tätowieren lassen können. Digga, jeder einfach nur so eine 360. Wir holen unsere liebe Hamburger Freundin. Wäre eine Frage, hätte ich tatsächlich angefragt. Wäre optional. Hat er jetzt Übung? Wir gucken. Mit 360er. Wir gucken. Aber wir überlegen uns das. Chat. Kann auch 80 kosten. Ja, müsste man fragen. Guck mal, da weiß sogar jemand Bescheid. Ja, ja. Ich würde fragen. Ja, frag mal. Und wir müssen mal gucken, ob wir das generell da durchziehen können, aber an sich... Genau, man muss natürlich gucken, ob das mit Bescheinigungen klar geht, ob man das darf oder nicht. Ne? Muss man erstmal rausfinden. Aber also ob die einfach so dafür alles Grundlegende haben. Also, ja. Die 80 gebt ihr dann aus? Nee. Das ist für den oder diejenige, die da tätowiert, damit die halt Geld dafür bekommt, dass ich umsonst machen muss. Der Smiley dahinter hat die Frage ja schon beantwortet. Kappa. Genau. Die kriegt einen Fünfer und wir machen mit den restlichen 75 einen drauf. So ist der Plan. Ja. Können wir mal ganz... Ja. Wild. Polaris wird cool. Muss die aufs Knie? Nee, die mussten nicht aufs Knie. Ja, Polaris wird wirklich cool, ne? Mhm. Ich hab da richtig Bock drauf. Ich hab so Bock auf die Polaris. Übrigens, Freunde, ihr könnt, wenn ihr zur Polaris geht, mit unserem Code 10% auf euren Ticketkauf sparen. Ne? Der Code ist übrigens Dr. Freud. Ausrufezeichen Polaris in den Chat. Ja, ja, muss man ja nochmal sagen, Tickets weil sichern. Die Antwort hat ja auch keiner gegeben bei den deutschen YouTubern, deshalb, wer weiß, ob die einer kennt. Ja, ich weiß auch nicht, ob die einer kennt. Sag mal. Belly ist auch auf der Polaris! Na, guck mal! Schalala! Kommst du zu unserem Stand? Geil, freuen wir uns! Ja, mega, Belly, freuen wir uns! Gut finde ich die Frage, cool. Was bedeutet die 360? Und ich kann darauf jetzt auf zweierlei Möglichkeiten antworten. Die erste Antwort, die ich dir darauf geben kann, die 360 sind die 360 Grad Entertainment und Respekt, den wir für unsere Community haben. Es ist der Kreis, den wir als Community bilden, in dem wir uns sicher und geborgen fühlen. Aber es ist auch das Gewicht pro Brust bei Bibi. Das war. Ja. Das ist ein guter Side-Fact, ja, das solltet ihr immer erzählen. Um ehrlich zu sein, daher kommt das ursprünglich. Ja, ja, daraus sind dann die Gramm geworden. Es war, ja, pass auf, du musst dir vorstellen, es fing an mit 360 Gramm ja. Unterhaltung. Ja. Nachdem also, revealed wurde, dass Bibi Klaassen sich hat 360 Gramm pro Seite implantieren lassen. Also wir hatten vorher schon diese 360 Grad Unterhaltungsgeschichte und dann hat Paul sich einmal aus Versehen versprochen und daraus 360 Gramm Unterhaltung gemacht. Fanden wir lustig, dann war das in demselben React, aber plötzlich hat sie 360 Gramm pro Brust. Haben gedacht, das ist ein Zeichen. Ja. Und mittlerweile haben wir die Grad und die Gramm einfach weggelassen und es ist einfach 360. Weil 360 ist das Kennzeichen unserer Community. Ja. Ja, du kannst es auch 360, sagen, wie 360er. 36360, Pro! Ja, Ho, was auch immer Ho ist. Immer das Geräusch, was du machst, wenn du scharfe Suppe gegessen hast. Ja. Ho! Ho. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Habt ihr. 3600 Euro pro Seite bei Luna haben wir auch bezahlt. Haben wir auch bezahlt. Ja. Stimmt, das ist wahr. Stimmt, 7200 Euro hat die von uns bekommen, ne? Dafür haben wir eine Urkunde. Eine geile Torte. Und eine geile Torte. Die war lecker. Dafür haben wir eine Patenschaft. Ja, auch schon. Ja. Die wir noch genau nie irgendwie genutzt haben. Naja. Hey, irgendwie kann man das auch gewinnbringend angehen. Bin ich mir sicher. Vielleicht für unseren nächsten Kalender. Vielleicht nutzen, Nancy. Ja, vielleicht hat Luna Bock auf eine Gastrolle, wenn wir nochmal ein Kalender-Shooting machen oder so. Nicht Luna, Lunas Brust. Würde ich gerade sagen. Nein, bei Luna, nein, um Gottes Willen, nein. Bei Luna können wir nicht verfügen, Olli. Zuki, der Polaris-Code lautet Dr. Freud. So ist es. Kleingeschrieben. So. Zusammen. Freunde, ich muss noch ganz kurz mein Handy suchen. Okay. Bin ich wieder da? Ja, fand ich gut. Soll ich dich anrufen? Nee, alles gut. Nee, es liegt wahrscheinlich vorne noch beim Quiz. Freunde, wir wollen auf jeden Fall mit unseren wunderbaren Gästen noch einen Podcast aufnehmen, ob die das wissen wollen oder nicht. Überraschung! Klingt immer toll. Und ich weiß nicht, ich wollte ganz kurz sagen, ich habe auch ein kleines Hüngerchen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so steht. Muss man mal überlegen. Aber ansonsten, nee, das ist kein Handy. Und ansonsten, weiß ich nicht, war schön mit euch. Ist das Ollis Handy? Das ist Ollis Handy. Olli, ich habe dein Handy gefunden. Das ist Ollis Handy. Freunde, denkt daran, heute in einer Woche sind wir schon im Diablo-Ton. Es lag so da. Es tut mir leid.
Ahu, nein. Heute kein Live-Podcast, Freunde. Und wir nächste Woche, Montag, Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch ganz normal. Ja. Dann ab Freitag wird's richtig wild mit Diablo. Freitag, Samstag, Sonntag. Wenn ihr Bock habt, sind wir jeden Tag mindestens 16 Stunden für euch live. Und ansonsten fällt mir nur noch ein, am 5. zum Beispiel, auch nur kurz zum Merken, sind wir im, zumindest Olli, Angelo und ich, sind im Experion in Berlin, auch was mit Diablo. Wenn ihr könnt und wollt, kommt vorbei gerne, weil man kann einfach vorbeikommen, wir machen da ein bisschen Programm. Das war jetzt alles, was mir eingefallen ist. Ey, Loot für die Welt ist am 2. November Wochenende. Am 2.7. ist die nächste Ausgabe von Genau so. Am 23.7. ist das nächste Kegel-Event. Und dann passieren noch viele andere Sachen. Und ja, passiert einiges. Falls ihr noch keine Polaris-Tickets gekauft habt, kauft ihr Polaris-Tickets. Oh. So sieht's aus. Mit dem Code Dr. Freud aber bitte. Ja. Okay. Ah. Oh, danke. Wo gehen wir hin? Wir müssen noch gucken, wo wir hinwollen. Ne? Ich geh mal in die Regie. Ich mach mal. Und ab heute Fibo-Vlogs. Genau. Heute kommt der erste. Montag der zweite. Und Freitag dann das große Finale. So, jetzt habe ich alle Infos gedroppt. Ich habe mein Energy-Drink stehen lassen. Mic drop. Bam. Na, wissen wir schon, wo wir hin raiden? Ja. Ja? Ja, wir gehen zu Flo, oh Gott, Flo, Ollis Frau. Anne. Gehen einfach zu Ollis Frau. Hallo. Oh, schade, ich dachte, ich sehe mich winken. Nee, wir haben ein wunderschönes Standbild, glaube ich. Ja. Es ist grandios. So beautiful. Pretty. Und wann BDR-Doku? Das erfahren wir auch bald. Die sind aber fleißig im Schnibbeli-Schnitt, das wissen wir schon. Bin schwer gespannt. Ich bin vor allen Dingen wirklich gespannt auf unsere. Das Einzige, was wir einzeln aufgenommen haben, waren unsere Interviews. Hm. Und ich bin wirklich gespannt, ob ihr auch so viel Scheiße gelabert habt wie ich. Ich habe ja DDR-Doku verstanden und war so DDR-Doku von Freud. Ja. Okay. Olli ist Annes Mann, nicht ja, ihr habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht. Danke für euren ganzen Support. Beim WDR, bei dem Interview so geil, dass ich, als es darum ging, zu beschreiben, wer welche Rolle im Team hat, ich deine Rolle perfekt beschreiben konnte, Ollis Rolle perfekt beschrieben habe und bei mir nichts einfiel. Und Olli mir dann erzählt hat, er hat deine Rolle perfekt geschrieben, meine Rolle perfekt beschrieben und ihm fiel für sie nichts ein. Ich habe das genau gesehen, was ihr im Chat geschrieben habt. So richtig. Suche! Suche! Schön, Griechpaar, danke für 5. Ich drücke jetzt den Raid-Button, ne? Also ja, drück mal den Raid-Button. Ich glaube, ich konnte alle beschreiben. Wurde ich das überhaupt gefragt, frage ich mich gerade. Tschüssi! Bye, tschüss, bye, danke! Bye. War toll mit euch! Bing weiter! Drück jetzt!